Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich in unserer Reihe Forum Digital begrüßen, unser Format für aktuelle Fragen der Digitalisierung, heute mit einem etwas breiteren Rahmen. Innovationen sind längst als entscheidender Faktor für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft gesetzt. Doch wie kommen eigentlich die guten Ideen, die Erfindungen in den Markt? Wie schaffen Sie es dort zu bestehen oder gar zu überzeugen, the next big thing zu sein, um dann erst als Innovation wirksam zu werden? Wo kann man vielleicht Förderung bekommen? Das sind Fragen, die sich Innovatoren stellen und vielleicht auch Investoren, die entscheiden müssen, ob sie ein Investment in eine dieser Ideen oder Erfindungen machen. Aber was ist, wenn der Staat selbst als Akteur auf dem Marktplatz unterwegs ist mit Förderung? Welche Instrumente hat er dafür? Wo sind Grenzen seiner Möglichkeiten? Wie geht er mit dem Risiko um? Diese Fragen möchte ich heute gern in unserem Forum Digital diskutieren. Zuerst hier auf dem Podium und am Ende auch mit Ihnen. Nutzen Sie bitte die Gelegenheit unter der Rubrik Q&A. Unten bei Ihnen an der Leiste Ihre Fragen schon dort zu notieren. Sie werden mir dann hier aufs Podium gegeben und ich kann sie mit unseren Podiumsgästen gemeinsam diskutieren. Eingeladen habe ich mir dafür Vertreter verschiedener Förderinstitutionen, die staatlich gefördert sind und ein Spektrum darstellen. Ich darf anfangen mit Ihnen, Frau Kriechlendorf. Sie sind Leiterin des Center for Entrepreneurship an der Technischen Universität in Berlin. Sie sind studierte Physikerin, haben selbst gegründet auch schon und haben auch das Center mit aufgebaut, das inzwischen etwa 20 Mitarbeiter hat. Willkommen. Gleich daneben Ralf Laguna de la Vera. Er ist Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz Sprint, die 2019 gegründet wurde und im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Bildung als auch des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unterwegs ist und ihren Standort in Leipzig finden soll. Genau. Willkommen. Frau Dr. Tanja Immerling, sie ist Partner und Leiterin der Dependance in Berlin des Hightech-Gründerfonds. Sie sind schon länger in diesem Bereich unterwegs, engagieren sich sehr auch, dass Frauen als Investoren aktiv werden und sind vor allem auch auf die digitalen Technologien fixiert, ob das IoT, Software as a Service ist oder Künstliche Intelligenz, die in ihrem Portfolio beim Hightech-Gründerfonds liegen. Und last but not least Adriana Groh, die von 2019 bis 2021 den Prototype Fund geleitet hat. Vor 4 Wochen lief es aus, ihn aber schon seit der ersten Förderrunde mit begleitet hat durch ihre Arbeit, Public Policy studiert hat in Maastricht und selbst im Kontext von Code for Germany auch mal eine Civic Tech App mit zum Bundestagswahlkampf 2017 eingereicht hat. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und für diese Podiumsdiskussion zur Verfügung stehen. Damit wir am Anfang vielleicht einen Begriff haben, wo Ihr Ansatz ist, im Bereich Innovationen zu fördern, würde ich Sie bitten, Ihre Institution zu pitchen, vielleicht mit 3, 3,5 Minuten. Wo ist Ihr Kern, wo ist Ihre Zielrichtung? Und ich würde einfach die Reihe lang gehen und bei Ihnen anfangen, Frau Kriechlendorf. Danke. Ja, wie gesagt, ich komme vom Center for Entrepreneurship von der Technischen Universität Berlin, das ich gemeinsam mit Professor Jan Kratzer leite. An dieser Doppelspitze merkt man schon, wir sind eine besondere Konstruktion. Es gibt den Startup-Service, der Studierende, Absolventen und wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität bei ihren unterstützt, sozusagen ihre Forschungsergebnisse umzusetzen in Form von Startups. Und auf der anderen Seite haben wir das Fachgebiet für Entrepreneurship und Innovationsmanagement, was ganz klassisch Lehre und Forschung auf dem Gebiet macht. Und beide Bereiche befruchten sich natürlich sehr stark. Unser Ziel ist es natürlich, die Angehörigen der Universität von den Studierenden bis zu unseren Alumni so gut wie möglich zu unterstützen, ihre Ideen umzusetzen in Startups. Das ist mittlerweile auch ein Markenkern der Technischen Universität Berlin. Die Universität
Universität hat sehr viele Ressourcen in dieses Gebiet reingesteckt, weil sie denkt, dass das ein wichtiger Bereich des Transfers ist, wofür die Universitäten ja auch verantwortlich sind. Und der sich in den letzten Jahren, glaube ich, sehr gut entwickelt hat und auch sehr erfolgreich ist. Wir haben ein breites Portfolio an Angeboten. Kern ist ein strukturierter Inkubationsprozess, den unsere Startups durchlaufen. Das machen die in Vollzeit. Deshalb nutzen wir auch klassische staatliche Förderprogramme wie Access Gründerstipendium, Berliner Startup-Stipendien. Wir haben Qualifizierungsprogramme und wir stellen natürlich auch klassische Ressourcen, Infrastruktur zur Verfügung, angefangen von Chemielaboren über Prototypenwerkstatt, und wir haben einen großen Coworking-Space und auch Einzelbüros. Eine Besonderheit vielleicht hier ist, dass wir das hier nicht nur an der TU in Berlin machen. Wir haben drei große andere Universitäten und die Charité, die ja jetzt in der Berlin University Alliance zusammengeschlossen sind. Auch in dem Gründungsbereich haben wir uns zusammengeschlossen. Wir haben Science and Startups, den Verbund der Startup Services der Berliner Universitäten, gegründet und versuchen dort Synergieeffekte zu nutzen und unsere Startups noch effektiver zu unterstützen. Vielen Dank. Herr Laguna, das klingt nach Moonshot-Projekten, die Sprunginnovationen. Ja, das ist ein schönes Wort, Sprunginnovation. Da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Das Schöne ist, das benutzt kaum ein anderer, weswegen es uns jetzt im Internet gehört sozusagen. Also unsere Search Engine Optimization ist das sozusagen im Wort. Die ist entstanden aus einem Vorschlag der Expertenkommission, die ja alle halbjährlich das Kabinett berät und die Kanzlerin und demnächst den Kanzler wahrscheinlich, ne, wo Innovationsfinanzierung und Förderung rein soll. Mit dem Gedanken, dass wir zwar ein gutes wissenschaftliches System haben, eine gute mittelständische Wirtschaft, aber es nicht schaffen, Wissenschaftstranslation in Sprunginnovationen, die sich wirtschaftlich entfalten, umzusetzen. Wir leben noch von den Sprunginnovationen, die wir vor 100, 120 Jahren gemacht haben, mit einer Ausnahme, nämlich die mRNA-basierten Impfstoffe, wo ja eine neue Industrie im Grunde genommen entstanden ist. Deswegen muss ich meinen Satz jetzt ein bisschen anpassen. Das zeigt aber, wie mächtig Sprunginnovationen sind. Die entstehen natürlich auch manchmal aus Druck. Die Idee ist, der Agentur ist es, dass wir Sprunginnovationen scouten, finden. Man kann eigentlich nur Potenzial entdecken und dann muss man es machen und dann schauen, wie die Innovation sich entfaltet und ob es ein Sprung wird. Aber man kann natürlich einen Katalog von Kriterien entwickeln, um das zu wiegen, sozusagen, um die Wahrscheinlichkeit festzustellen. Wir inkubieren dann auch aktiv, machen eine Validierungsphase meistens mit den Themen, die wir für interessant halten, bringen auch Teams zusammen, bringen Expertinnen und Experten mit rein, um das Projekt so weit zu entwickeln, dass wir entscheiden können, ob wir jetzt groß finanzieren oder nicht. Die Inkubationsphase wird auch schon finanziert mit bis zu 200.000 Euro oder auch mehr, wenn es mal sein muss. Und wir können dann aber groß einsteigen und auch lange mit vielen 5 oder 10 Millionen pro Jahr dann diese Projekte so weit entwickeln, dass sie so weit sind, dass wir sie in eine privatwirtschaftliche Finanzierung und Industrialisierung übergeben können. Das andere Instrument, das sind Projekte, die uns vorgeschlagen werden, die von unseren InnovationsmanagerInnen entwickelt werden. Das andere Instrument sind die Wettbewerbe, die Challenges. Wir haben gerade gestern auf der Falling Walls verkündet, die ersten Gewinner der ersten Challenge für antivirale Wirkstoffe, also nicht Impfstoffe, sondern Wirkstoffe. Wenn wir die haben, dann brauchen wir uns nicht mehr wegsperren, wenn man eine Pille einwirft und es ist weg. Dort haben wir quasi ein Thema vorgegeben, aber keine Technologie, sondern wir sagen, wir möchten das Problem lösen, however you do it, und haben die ersten 9 Gewinner verkünden können, die für ein Jahr erstmal jeder so um die 700.000 Euro bekommen, um dann im zweiten Jahr einen Cut zu machen und zu schauen, wer hat sich da gut entwickelt, und das noch ein paar Jahre weiterzumachen, bis wir dann hoffentlich was finden. Und wenn es unterwegs sich eine Sprunginnovation zeigt, dann können wir noch tiefer einsteigen. Also wirklich neues Instrument, was wir entwickeln. Wir wollen sehr schnell sein. Beispiel bei dem Wettbewerb, die Jury-Sitzung war Donnerstag, Freitag vor 2 Wochen. Freitagabend hat jedes Team Bescheid bekommen, ob ja oder nein. Am Mittwoch lag der unterschriebene Vertrag auf dem Tisch. Also wir wollen wirklich schnell sein. Wir wollen keine großen Projektanträge und Grants schreiben. Wir wollen auch in die Ecken leuchten, die jetzt noch dunkel sind, die keine Projektanträge schreiben können. Da braucht man ja langen Atem und eine gute Verwaltung, um das zu überleben, und muss eine gewisse Solvenz vorweisen und so weiter, was dann schon viele Teilnehmer a priori ausschließt. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen jedem die Chance geben, die Idee, die Vision sozusagen zu entwickeln. Okay, danke.
Frau Immerling. Ja, wir sind Seed-Investor, auch Public-Private Partnership, 2005 gegründet. Das heißt, in der Phase nach der Wirtschaftskrise, wo niemand so in diese Technologiefelder reingehen wollte und wir so in die Lücke reingegangen sind, zusammen auch mit Industrieinvestoren, um eben Technologien zu befördern, bis dann wirklich weitere große Investoren in diese Felder investieren wollen. Wir sind aktuell in der dritten Fondsgeneration, 900 Millionen unter Management, machen eine ordentliche Summe von 40 Investitionen pro Jahr in Start-up-Unternehmen. Unser Fokus ist die frühe Phase, sind Unternehmen, die maximal 3 Jahre alt sind. In die investieren wir Tickets zwischen 600.000 bis 1 Million. Wir können bis 3 Millionen in ein Unternehmen investieren. Das heißt, wir wollen dann auch mit anderen zusammen investieren im Venture-Capital-Markt in diese Unternehmen. Und wir fokussieren uns so auf 3 Felder. Das ist Life Sciences, Industrial Tech und Digital Tech. Und indem wir diese frühen Phasen finanzieren und dann aber die Unternehmen auch begleiten bis hin zum Exit. Super, danke. Und der Prototype Fund? Dann ergänze ich das Ganze jetzt nochmal um einen anderen Ansatz oder einen weiteren. Der Prototype Fund hat das Ziel, neue Zielgruppen für die Innovationsförderung zu erschließen, die sonst nicht gut abgedeckt werden mit öffentlicher Förderung für ihre Arbeit. Er war und ist eigentlich immer noch das einzige Programm, das das in der Art macht, indem es bürokratische Hürden abgebaut hat, wurde eben diese Zielgruppe an freien Softwareentwicklerinnen und Entwicklern erschlossen, die in sehr interdisziplinären, diversen Teams einfach an Ideen basteln und die nichts anderes sagen müssen als, warum mache ich das, für wen mache ich das, wie mache ich das und warum mache ich das? Und das ist also sehr leichtgewichtig, niedrigschwellig, geht verhältnismäßig schnell, ist aber auf jeden Fall eine Art der Förderung, die auch überhaupt annehmbar ist für eine Zielgruppe, die sonst oft auch davon erschlagen wird, was es da alles an Voraussetzungen gibt und was ein wichtiger Nährboden ist, worauf dann auch noch weiteres entstehen kann. Wir fördern mit dem Prototype Fund nur Open-Source-Entwicklungen. Das heißt, selbst wenn die Idee nicht so richtig zündet, wurde halt Wissen geschaffen. Das ist so ein bisschen der Ansatz, dass da nichts verloren geht. Man befähigt Menschen, man schafft öffentliches Wissen, offenes Wissen und man testet einfach viel mehr Ideen, viel schneller, als es sonst passieren würde. Und umso mehr Ideen man testet, umso mehr Positives kann daraus entstehen. Und seit der Gründung vor 4 Jahren, er wurde jetzt nochmal für 4 Jahre verlängert, eigentlich hätte er jetzt geendet, der Prototype Fund, jetzt läuft er nochmal 4 Jahre bis 2025, wurden mit gut 10 Millionen Euro knapp 250 kleine Projekte gefördert. Also das ist wirklich niedrigschwellig, das sind keine Riesensummen, aber genau, mit dem Gedanken, dass man mal so ein bisschen in die Breite geht und neue Menschen befähigt, funktioniert das sehr gut. Ja, vielen Dank. Sie haben es einzeln ja schon durchklingen lassen. Meine Einstiegsfrage wäre eigentlich die, wie kuratieren Sie die Projekte, die Ihnen angetragen werden, die Ideen, die da liegen? Sie haben schon Scouting erwähnt. Sie haben ja sozusagen jeweils einen institutionellen Hintergrund, was die Gremien angeht. Wie funktioniert dieser Prozess, die Dinge zu finden? Denn Innovation kann man ja nicht fördern, sondern man kann nur an bestimmten Punkten eingreifen, die Sie jetzt auch schon in Ihren Statements hatten. Aber wie kommen Sie zu denjenigen, diese Perlen zu finden, wo Sie glauben, in denen steckt das Versprechen auf die Zukunft? Können Sie da vielleicht ein bisschen Einblick geben in Ihre Arbeit, um zu sagen, das sind sozusagen die Punkte? Und die Anschlussfrage wäre, nach welchen Kriterien gehen Sie da eigentlich vor? Ja, ich kann gerne mal beginnen. Also wir haben, um überhaupt an diese Themen ranzukommen, sehr aktives Sourcing. Das heißt, wir arbeiten ganz eng im Netzwerk zusammen mit Universitäten, beispielsweise der TU, aber auch Forschungsinstitutionen, Acceleratoren, Inkubatoren, um eben sehr frühzeitig die Start-ups zu finden, die an diesen Themen zu arbeiten. Wir machen aber auch ein starkes Active Sourcing. Das heißt, wir screenen im Markt, welche Gründungen gibt es, welche potenziellen Gründer sind im Markt unterwegs, wann gründen die, um auf die zuzugehen, verfolgen die so ein bisschen im Markt und dann, wenn die gründungsreif sind, dass wir dort sehr früh in Kontakt sind und dann starten wir mit denen auch in den Prozess rein. Das heißt, wir machen ganz klassisch auch eine Due Diligence, wir schauen uns an, was ist die Technologie, wie stark ist die IP dort hinter, was ist es für ein Produkt, hat es einen Markt, wie sind die Markteintrittsbarrieren, also einfach so, wie auch ein VC darauf schauen würde nach den Kriterien, um zu sehen, ist es ein Unternehmen,
das hinten raus dann auch Anschlussfinanzierungen bekommt. Kann es sich entwickeln, kann es ein großes Unternehmen werden und schauen, ob diese Potenziale dort drin sind. Und dann schlagen wir das zu einem Investment vor. Also es ist mehr als nur das Board, was jeweils bei den drei Themenschwerpunkten Life Science und Chemie, Digitech und Industrial Tech unterwegs ist, sondern sie nutzen sozusagen ihre Netzwerke und sind selbst proaktiv und nicht nur durch Bewerbung. Genau, nein, das ist, wir sind selbst aktiv und schauen genau in den Markt rein, was valide Themen sein könnten. Wir sind ganz eng verknüpft mit den Netzwerken, um auch die dann auch aktiv auf uns zugehen und sagen, wir haben hier ganz tolle Unternehmen, schaut dort mal drauf, haben die Potenzial, könnten die Investment bekommen, sind die finanzierungsfähig, da schauen wir aktiv drauf. Wir sind aber auch im Markt offen, also wir machen Sachen wie Open Office Hours, wo einfach Startups mal schauen können, wenn ich das pitche, was fehlt mir eigentlich, um finanzierungsfähig zu werden, hat das Potenzial, käme das auch bei anderen VC-Investoren an, dass wir da Ansprechpartner und Sparringspartner sind, sodass wir da sehr aktiv in diesen Themen sind. Und dann haben wir eben immer ein Zweierteam von Investmentmanagern, die dort den Deal draufschauen und dann in die Prozesse mit dem Team gehen, die Due Diligence machen, den Investmentprozess guiden und dann wird das vorgestellt und so ein Investment-Komitee zum Investment und dann gibt es ein Ja oder Nein. Ich würde mir Frauen im Board wünschen bei Ihnen übrigens, wenn ich das sagen darf. Als ich jetzt durchgeschaut habe, dachte ich, okay, die Frage bei Life Science oder so könnte ja sein, dass da auch ein Trigger ist, was die Auswahl angeht, wo ein Mann anders andere Orientierungspunkte hat vielleicht als eine Frau. Bei der Förderung und zu überlegen, das ist eine Sache, die halte ich für wichtig und vielleicht auch für möglich. Ja, also wir haben einen relativ großen Frauenanteil im Team, muss man sagen. Okay. Auch im Partnerboard haben wir das schon. Und wir sehen auch in Bereichen, jetzt gerade Life Sciences, wo so mit eher Biotechnologie-Hintergrund, ja, auch Pharma-Hintergrund, sehen wir auch in den Teams deutlich stärker Frauenquoten. Das heißt, da sind auch dann mehr Gründungen mit Frauen, die investiert sind. Da gibt es schon Potenzial und auch in anderen Bereichen ändert sich was. Da gucken wir drauf. Sie wollten gleich reagieren? Ja, ich wollte sagen, ich fand es spannend, dass das jetzt im Kern gar nicht so unähnlich ist, weil wir auch, wir machen eine Begleitforschung, eine Trendforschung zu jeder ausgeschriebenen Runde. Der Prototype Fund schreibt alle halbe Jahr so eine Runde aus, wo man sich bewerben kann. Und dann gucken wir immer so, welche Themenfelder entwickeln sich gerade spannend, welche Technologien werden da neu eingesetzt oder werden da ganz neu entwickelt in dem Bereich. Und damit versuchen wir so ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen, also rantragen und sagen, hier, wir könnten da fördern in einer frühen, sehr frühen Phase. Aber auch natürlich Vertrauensnetzwerke. Also es ist schon auch wichtig, dass man das, glaube ich, anerkennt. Jedenfalls vor allem beim Prototype Fund, der in so einer freien Entwickler-Community fördert, dass da ein Vertrauensverhältnis zwischen den Geförderten und den Förderern irgendwie bestehen muss. Und dass es nicht so ganz einfach ist, okay, die einen haben Geld und die anderen wollen Geld und dann kommt man irgendwie so zusammen. Und das habe ich jetzt so rausgehört, das ist nicht so ganz unähnlich, ne? Mit so Netzwerk und rausgehen und auch sich anbieten praktisch, weil man möchte ja die guten Leute fördern. So, man kann jetzt nicht nur darauf warten, dass die alle zu einem selber kommen. Und wir haben auch gemerkt, vor allem, wenn wir mehr Frauen fördern wollen, weil unsere Förderrunden sind sehr männlich und sehr weiß, dass es nicht genug ist zu sagen, wir freuen uns über Bewerbungen von Frauen oder Quereinsteigern in die Entwicklungsszene oder wie auch immer, sondern dass man wirklich ganz gezielt dorthin gehen muss, wo vielleicht ein Hackerinnen-Kollektiv zusammenarbeitet und mal wirklich sagen muss, deine Ideen finde ich echt spitze, bitte bewerbe dich, weil sonst wird das nichts. Also so reines Frauen sind willkommen reicht meistens nicht aus. Das habe ich ein bisschen derailed, aber wollte ich auch nochmal anstellen. Das ist okay. Hier gab es einen starken Fokus auf Startups. Ist das bei Ihnen auch so oder kommen da auch Privatpersonen zum Zuge, die eine verrückte Idee haben? Also wir schauen auch genauso, wie Adriana das ausgeführt hat, auf die Leute. Das geht, Erfindungen sind immer mit Leuten verknüpft. Und man stellt dann auch fest, und das geht auch in unseren Kriterienkatalog ein, dass es auch eine bestimmte Sorte von Mensch ist. Das sind so Interessenleister, die an der Umsetzung ihrer Idee interessiert sind. Die sind schon besonders. Die erkennen sich auch gegenseitig, deswegen ist so eine Netzwerkbildung gut. Das finden Sie dann häufig auch bei den assoziierten Expertinnen und Experten, mit denen wir arbeiten und auch bei unseren eigenen, wir nennen die Innovationsmanagerinnen, die quasi in der Agentur das aktive Scouting machen. Das sind genauso Typen. Also, und
wenn Sie das nur lang genug machen, haben Sie ein ausreichendes Netzwerk geschaffen, was Sie zusammenziehen können, um die Dinge aktiv zu inkubieren. Das heißt, das ist das Allererste. Es muss dahinter irgendwie ein Feuer brennen, sozusagen. Und natürlich muss da Kompetenz sein. Das entwickelt sich relativ automatisch. Wenn sich ein Mensch praktisch für ein Thema brennend interessiert und das Thema ist ein interessantes und das macht dieser Mensch nur lang genug, dann kann man davon ausgehen, dass da jemand sitzt, der da wirklich Ahnung von hat, von dem Thema. Und die nehmen wir uns dann und die muss man dann ein wenig einpacken in eine Umgebung, in der sie sich entwickeln können. Ne, weil die sind ja nicht komplett. Also die Kombination aus allem, Unternehmerin, Erfinderin, ne, und so weiter, guter Fundraiser und so weiter, das kommt nicht immer so zusammen mit einer Person. Das ergänzen wir dann aktiv aus unserem Netzwerk und sagen, hier, helft da mal mit. Das ist ich nenne das mal die aktive Scouting-Art. Wir haben jetzt, glaube ich, so 750 Projektvorschläge reinbekommen. Das ist so ähnlich wie beim VC. Ne? Eure Pipeline ist ja auch viele hundert oder tausend wahrscheinlich. Ne? 1000 pro Monat oder so gehört man ja nicht selten, die da reinkommen. Das müssen wir natürlich durchsortieren. Das ist ein Prozess, den wir wirklich aufsetzen. Aber dann entsteht häufig ein kleinerer Pool von Projekten, die man sich dann genauer anschaut und entwickelt. Und dann, last but not least, gehen wir top-down vor, zusätzlich mit den Challenges, wo wir einfach ein Thema vorgeben, weil wir eine Sprunginnovation muss große Fragen der Zeit lösen. Sonst wird es keine, höchstwahrscheinlich. Ne? Und die sind nicht schwer zu finden. Ne? Also was haben wir für welche? Wir haben eine Energiewende, Umwelt, ne? Wir haben Gesundheitsthemen, wie jetzt Pandemien und so weiter. Wir haben sicherlich auch sowas wie Bildung, Digitalisierung. Also es gibt genug Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das kann man ja umkehren, diese Probleme lösen mit technologischen meist Lösungen, die dann auch einen sozialen Wandel sozusagen auslösen. Die Themen zu finden, ist wirklich nicht schwer. Da herrscht auch relativ schnell Konsens, welche das sind. Und die geben wir dann einfach vor, mit diesem schnellen Prozess Vorschläge reinzuholen. Jetzt bei der antiviralen Wirkstoff-Challenge waren 45 Vorschläge von Top-Teams, also nur vom Feinsten. Das war wirklich toll. Das haben wir dann auf 20 runter und Jury hat dann 9 ausgewählt und zack, los geht's. Und dann muss man einfach machen. Man muss auch mal im Wettbewerb machen und den Wettbewerb auflassen. Das ist vielleicht ein bisschen anders. Das darf man häufig nicht. Ne? Wenn man staatliche Steuergelder ausgibt, darf man ja nicht Doppelgeld ausgeben. Aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, solange man unterwegs auch misst, ob jemand scheitert und dann aufhört, das Geld auszugeben, mal mehrere Teams einfach laufen zu lassen, die auch mit unterschiedlichen Lösungsansätzen rangehen und zu schauen, was dann da hinten rauskommt. Das sind so die Instrumente, die wir benutzen. Das Ganze, drunter liegt ein Kriterienkatalog, sind, glaube ich, über 90 Kriterien, die wir da mittlerweile haben aus 7 Kategorien, die wir befüllen quasi, um ein bisschen objektiver sagen zu können, ob das jetzt was ist oder nicht. Und wenn es was ist, dann gehen wir damit in den Aufsichtsrat, der überprüft, ob wir uns an unsere Kriterien halten. Aber wir haben kein Investment-Committee in dem Sinne. Ne, weil die eigentliche Inkubations- und Entwicklungsarbeit, ne, ist mit Expertinnen und Experten gemacht worden. Da geht es nur noch darum, haben wir uns vielleicht zu stark in ein Projekt verliebt und sind selber nicht mehr objektiv. Das muss man ja auch sich mal gefallen lassen, die Prüfung. Aber dann geht es auch schnell los. Bei Ihnen würde ich jetzt natürlich vermuten, dass Sie vor allem so wissenschaftsbasierte Anwendungen haben und Teams haben, die Sie fördern. Aber vielleicht noch mal gleich so als Ergänzung. Bei uns sind natürlich die Personen auch immer das Wichtigste. Ich glaube, an der Universität, wir könnten locker wahrscheinlich 10-mal so viele Ideen fördern, aber es fehlen einfach die richtigen Leute. Und man kann auch nicht die Ideen einfach mal in so ein Team implementieren. Man braucht wirklich die Leute, die dafür brennen. Was wir gemacht haben, ist gerade am Anfang beim Center for Entrepreneurship unglaublich viel in das Thema Sensibilisierung zu stecken. Also auch einfach mal diesen Karriereweg Gründung schon bei den Studierenden bekannt zu machen. Wir gehen auch heute noch immer in alle Einführungsvorlesungen von den Masterstudien, dass die das Erste, was die hören, die wissen, sowas gibt's und die wissen, wo sie hingehen müssen. Also so diese eine Richtung, dass wir natürlich hoffen, dass Leute mit guten Ideen zu uns kommen. Gleichzeitig machen wir auch aktives Scouting bei uns. Das Center for Entrepreneurship hat sich auch weiterentwickelt. Wir machen nicht nur Gründungsunterstützung, wir haben auch ein Transferteam, was in die Fachgebiete geht, dort unterschiedlichst Veranstaltungen, auch Unterstützung, Workshops anbietet,
wie man sozusagen wissenschaftliche Ideen mal unter dem Transferaspekt auch sich anschauen kann. Wir bleiben da auch an der Stelle sogar noch ein bisschen verwertungsoffen und sagen, ihr müsst jetzt nicht unbedingt gründen. Aber das ist auch Deal Flow, was der dann zu uns beim Center for Entrepreneurship kommt. Und das andere, wieder gemeinsam mit den anderen Universitäten haben wir auch verschiedene Wettbewerbe. Jetzt am Mittwoch haben wir gerade unsere Forum junger Spitzenforscher, die Prämierung, wo wir dann gemeinsam an allen drei Universitäten und der Charité darauf aufrufen, tolle Ideen einzureichen und wir dann natürlich hinterher mit den Interessantesten dann versuchen auch ins Gespräch zu bekommen und unsere Angebote dort vorzustellen und die dann auch zu unterstützen, wenn sie diesen Weg Gründung gehen wollen. Ich nehme es mal jetzt schon rein. Herr Luttermann fragt, wie Sie es mit der Geheimhaltung machen bei den eingereichten Projekten. Das ist ja gerade so ein kniffliger Punkt. Man hat was, wo man denkt, das ist eine tolle Sache und dann muss man ja irgendwann raus damit. Gibt es da eine Art Verschwiegenheitsklausel oder wie ist das gelöst? Wir fragen bei der Bewerbung, ob man mit der Projektidee rausgehen dürfte, also auch wenn nicht gefördert wird. Das können dann Menschen mit Ja oder Nein ankreuzen. Alles, was gefördert wird, wird natürlich veröffentlicht. Zu mir hat mal jemand gesagt, nobody's gonna steal your stupid idea. Ich glaube, es liegt eine größere Gefahr da drin, so ein bisschen sich so über seine Idee zu stürzen und die zu schützen, weil dann verkümmert sie, anstatt sie sehr offen zu diskutieren. Natürlich kann es passieren, dass einem jemand irgendwie Gedanken klaut. So, also das möchte ich jetzt gar nicht kleinreden. Aber die Kombination, die Idee, die man hat und der Mensch, die man, da sind wir wieder bei den Menschen, die gibt es halt nur einmal. Und das gehört halt, das ist halt eigentlich mit der wichtigste Faktor. So. Also jemand kann eine Idee kopieren, aber sie wird dann halt nicht gleich. Und nicht, wer als erstes die Idee umsetzt, ist unbedingt der Erfolgreichste oder die Erfolgreichste. So. Also deswegen würde ich sagen, Offenheit in dem Falle. Sie haben das, Herr Laguda, gerade schon angesprochen, so ein bisschen dieses Stichwort Spreu und Weizen voneinander so zu trennen. In diesem Kuratierungsprozess, bis dann Förderentscheid von Ihnen kommt. Und haben Sie ja gesagt, das ist im Grunde der Mensch, der dahinter steht. Dann ist es vielleicht auch so ein bisschen das Setting, wie bei Ihnen auch, gibt es sozusagen einen Business Case, der dahinter ist, der zwar auch ein Versprechen auf die Zukunft ist, aber eigentlich schon absehen lässt, dass da eine Entwicklung da ist, die diese Förderung legitimiert. Gibt es da auch Sachen dabei, wo eigentlich das noch gar nicht da ist, aber Sie trotzdem festhalten oder vielleicht die durchgerutscht ist bei dieser Kuratierung, wo man erst nicht dieses Vertrauen hatte, dann aber gemerkt hat, dass eigentlich da jemand hinten runtergekippt ist, weil er bestimmte Kriterien nicht erfüllt hat, die Sie in Ihrem Setting im Blick haben, aber dann sich doch herausstellt, entweder war es zu schräg, vielleicht war der Typ auch oder die Frau von der Kommunikation nicht so, dass die Regularien bedienen konnte, die notwendig sind. Haben Sie sowas erlebt? Ja, schon. Also wir reden ja über Sprunginnovationen. Das sind Dinge, die, wenn die nicht ein bisschen verrückt klingen a priori, sind es wahrscheinlich keine Sprunginnovationen. Das haben sie gemein. Weswegen wir auch häufig ExpertInnen-Bescheide bekommen, die eher negativ sind. Das ist für uns kein Abbruchkriterium. Also wir versuchen, wenn es nicht irgendwelchen etablierten Naturgesetzen widerspricht, ne, das gibt es auch, also ich glaube so circa 100 Einreichungen hatten irgendwas Perpetuum mobiliges an sich, ne. Da ist man schnell fertig mit, das geht halt nicht, ne, Punkt. Aber es gibt viele Sachen, also ich habe es gerade mit Stefan Hell als Beispiel, ne. Da gibt es eine AB-Grenze für optische Mikroskopieauflösungen, 200 Nanometer, klingt auch total logisch und deswegen ist da nichts mehr gemacht worden. Oder Alzheimer-Forschung, Prionen geht nicht, weil Immunsystem greift zu stark an, ne, und dann funktioniert es nicht. Aber man kann es eben auch anders machen. Ne, und so hat es der Stefan Hell gemacht und ist jetzt bald bei 1 Nanometer angekommen mit optischer Mikroskopie, hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen. Und bei Alzheimer finanzieren wir jetzt ein Projekt, die einen chemischen Wirkweg gehen, die also nicht übers Immunsystem gehen. Das ist einfach eine neue Plattform. So, und wenn wir solche Charakteristika entdecken, ne, dann versuchen wir wirklich hart dran zu arbeiten, die anderen Probleme, die so ein Projekt vielleicht noch hat, rauszuarbeiten. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich ist es häufig so, dass wir
Dinge übersehen und dann parken. Wir haben wirklich so einen Innovationsspeicher, wo wir uns einfach unsicher sind, wo vielleicht auch kein Innovationsmanager gerade in der Sprint ist, die sich des Themas annehmen möchte, dann können wir es auch nicht entwickeln. Und dann springt es plötzlich raus und man sagt, mein Gott, jetzt habe ich hier was und das Ding und wenn wir das zusammenlegen, dann geht's los. Welche wir übersehen haben, werden wir entweder nie wissen oder neidisch auf irgendwas gucken, was es dann gemacht hat. Wichtiger ist es jetzt erstmal, die großen Dinge zu finden und zu machen, die man machen kann, strukturell, inhaltlich und mit der Unterstützung, die wir da bringen können. Man darf sich bei Innovation nie sicher sein, dass was geht oder nicht geht. Das weiß man erst, wenn man es macht. Das kann ich vielleicht noch mal ergänzen. Also es ist ja so ein bisschen systemimmanent, dass Dinge nicht ganz fertig sind oder wahrscheinlich auch in die Zukunft geblickt nie so rauskommen werden, wie man mal gestartet ist. Es ist ganz vielen Unternehmen so, dass die mit einem ganz anderen Businessmodell gestartet sind, als dass sie nach 10 Jahren dann vielleicht im Exit haben. Und deswegen schaut man da in den frühen Phasen drauf, wie pivotfähig, sagen wir, sind diese Teams. Also sind die in der Lage, pivotfähig. Das heißt also, wie weit können die ein Geschäftsmodell ändern im Laufe der Zeit? Wenn sie sehen, okay, das funktioniert so nicht, sind in der Lage, aus ihrer Technologie da noch ein anderes Modell rauszumachen, können die es in eine andere Richtung entwickeln und das ist sozusagen eine Kompetenz, die so ein Team mitbringen muss, wo man sagen kann, das kann am Markt bestehen, auch wenn es vielleicht am Anfang noch nicht ganz das ist, was es vielleicht sein soll. Aber wir sehen, das Team hat das Potenzial, dass es eben auch so weit wandeln kann, dass es eben dann erfolgreich werden kann, wo wir vielleicht noch nicht wissen, wie es aussieht. Sie haben ja vorhin, Frau Kettedorf, auch beschrieben, dass Sie sozusagen ja auch Sensibilisierung und dann auch im Grunde genommen mehr bieten als nur die Räume dafür oder eine Förderung, sondern im Grunde genommen auch so ein bisschen das Wissen dafür, wie man so eine Idee umsetzt, wie man dann vielleicht versucht, auch bestimmte betriebswirtschaftliche Aspekte dann mit rein zu kalkulieren. Sind das im universitären Bereich eher Teams oder Einzelpersonen, die da in den Blick geraten bei Ihnen? Unsere Förderung ist ausschließlich für Teams. Das hat auch damit zu tun, dass gerade forschungsbasierte Startups eher in Ausnahmen von einer einzelnen Person auch wirklich richtig groß gemacht werden. Das will ich gar nicht ausschließen. Wir versuchen auch alle immer aufzufangen. Es gibt auch Angebote, zum Beispiel unsere Startup School, das Qualifizierungsprogramm, was jeder nutzen kann. Aber diesen Inkubationsprozess, wo es auch einen strukturierten Bewerbungsprozess, einen Auswahlprozess gibt, den fördern wir noch mal intensiver mit dem, was wir an der Universität dort aufgebaut haben. Das sind ausschließlich Teams. Das hat ehrlicherweise auch damit zu tun, bei uns die Teams, die im Inkubationsprozess sind, machen das Vollzeit. Das heißt, wir brauchen Funding für die, was die Universität nicht selber hat. Wir arbeiten dann mit staatlichen Programmen, wie zum Beispiel Access Gründerstipendium, Berliner Startup-Stipendien. Und das sind auch Förderprogramme, wo ausschließlich Teams gefördert werden oder einzelne Gründer nur in wirklich großen Ausnahmefällen. Da ist dann meistens ein Team dahinter, was nicht förderfähig ist. Ein Punkt, der Sie alle eint, ist ja, dass Sie mit staatlichen Förderungen ja an bestimmte Spielregeln gebunden sind. Ob das Förderrichtlinien sind, ob das Vergaberichtlinien sind, ob das das Beamtenrecht ist. Rahmenbedingungen, die ja für private Investoren, für private Leute, die dort unterwegs sind, viel weniger eng geschnitten sind, mit diesen Dingen umzugehen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Wo wären Punkte, wo Sie sagen müssten, da müssen wir beweglicher werden? Und gleichzeitig aber trotzdem das Verständnis auch, dass natürlich beim Ausgeben von Steuergeld eine bestimmte Rückbindung sein muss. Frau Groh, beim Prototype Fund, wo war da so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, das würde ich mir wünschen, da bin ich an Grenzen gestoßen, die eine Bürokratie mir liefert, die aber eigentlich nicht adäquat für das Förderziel ist, was wir haben? Ja, also der Prototype Fund hat ja zwei Aufgaben. Er fördert und er forscht. Also wir sollen als Pilotprojekt für eine neue Art, wie der Staat Innovationen fördern kann, das testen und damit so eine Art Blueprint auch sein für andere Programme, die sich so ein bisschen abgucken können, okay, wie machen die den Bewerbungsprozess, wie haben die ihren ganzen Förderprozess aufgebaut, können wir uns davon Bausteine übernehmen, können wir das besser machen, so, das ist so eine Idee hinter dem Prototype Fund. Und was wir da gelernt haben, ist,
dass es toll ist, wenn man in dem Förderprogramm angelegt eine hohe Flexibilität hat, also auch eine Förderung nicht nur mit Geld, sondern mit Beratungsdienstleistungen, weil halt jedes Team auch nochmal was anderes braucht, Unterstützung an Schwachstellen, die sehr vom Team auch abhängen und vom Projekt. Was wir aber jetzt auch gemerkt haben, ist, dass man auch das Programm selbst eigentlich während man fördert immer wieder anpassen muss, weil man eben auch selber lernt, wie die Förderung besser funktionieren kann, was es für blinde Flecken gab, als man sich dieses Programm mal ausgedacht hat. Und da wird es dann ein bisschen schwierig, beim Prototype Fund jedenfalls, weil der wurde halt für 4 Jahre ausgelegt, jetzt nochmal für 4 Jahre und innerhalb dieser 4 Jahre kann man nicht sagen, oh, nee, also jetzt machen wir mal das und das ganz anders, weil so steht es halt in der Förderrichtlinie. Und da wäre so ein bisschen Flexibilität eigentlich für alle gut, weil man möchte ja das Geld sinnvoll ausgeben, also dass es möglichst viel Wirkung entfaltet. Und genau, man möchte halt das möglichst gute Förderprogramm anbieten für die Menschen, die man da so durchschleust. Und da bräuchten wir eine höhere Flexibilität, weil man weiß halt nicht alles von Anfang an. Man lernt und muss dann iterativ arbeiten. Also das höre ich raus, wären nicht kürzere Bewilligungsfristen, Zeiträume, damit man schneller nachsteuern kann, sondern einen offeneren Rahmen? Ja, es müsste nicht nur Kleinigkeiten im Programm angepasst werden können, sondern das ganze Programm, während es läuft, müsste tatsächlich in Phasen oder in Bausteinen sich anpassen können. Vor allem, weil, ich meine, 4 Jahre ist nicht sehr lang, ist aber auch nicht so kurz. Und da lernt man dann einfach in Jahr 3 Dinge, die man in Jahr 1 überhaupt nicht vorhergesehen hat. Vor allem in der Szene, in so einer Technologieszene, die sich auch selbst schnell weiterentwickelt. Ja, kann ich eigentlich nur bestätigen. Aber um jetzt mal nicht nur das Negative, also eigentlich muss ich sagen, gerade in dem Gründungsbereich, die Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium aus den letzten, ich sag mal, 15 Jahren, die hat das Thema unglaublich vorwärts gebracht. Sowohl die Förderung, die die Universitäten selber im Rahmen von diesem Access-Programm, was ich schon erwähnt habe, bekommen haben, als auch die Gründer. Aber trotzdem, je nach Förderung gibt es natürlich immer Sachen, die man besser machen kann. Auch unter diesem Gesichtspunkt, dass diese Förderung, die ja, sag ich mal, an gewisse Richtlinien gebunden ist, auf eine Universität auch trifft, die an gewisse Richtlinien gebunden ist, was die Sache manchmal noch ein bisschen komplexer macht. Und weil es geht auch immer darum, wie viel Risiko kann man mit Steuergeldern eingehen und muss man nicht aufpassen, dass es nicht verschwendet wird. Für mich ist es auch eine ganz schöne Verschwendung, was wir für einen Aufwand treiben, diese immer nachzuweisen, haben wir das Geld auch so ausgegeben, wie wir es ausgeben dürfen. Und das geht manchmal wirklich sehr weit, je nachdem, wer der Projektträger ist und wer die Gelder gibt. Und ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen abhängig sind von den Summen. Bei uns in der Verwaltung stöhnen die Kolleginnen sehr stark über das Gründerstipendium, weil das vergleichsweise wenig Geld ist. Das sind 130.000 im Schnitt für ein Team für ein Jahr. Und der Aufwand ist ungefähr derselbe, als wenn man ein Projekt mit 2 Millionen betreut. Und dass man da so ein bisschen abwägt, gerade bei Access zum Beispiel Forschungstransfer, das sind Millionenbeträge, das versteht man schon, dass man da ein bisschen genauer guckt. Aber dass man bei den Gründerstipendien vielleicht sagt, hier pauschal könnt ihr ausgeben. Wir haben sowieso immer einen Blick drauf, da verpflichtet uns der Fördermittelgeber auch. Und dass man den Aufwand da ein bisschen reduziert und wir unsere Arbeitszeit dann auch mehr für die Gründer einsetzen können und nicht immer dieses Nachkontrollieren und diese bürokratischen Randbedingungen zu erfüllen. Sie haben den Rahmen ja schon im Namen, die Bundesagentur. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? In der Presse war zumindest zu lesen, dass das Beamtenrecht da so ein Thema gewesen ist bei Ihnen. Also wir sind auch so gegründet worden, dass wir uns auch gleichzeitig selbst kontinuierlich erfinden sollen und müssen. Nur das dann zu tun, so wie es die Adriana Groh gerade gesagt hat, das muss dann auch möglich sein und das ist nicht immer so ganz einfach, ne, weil es eben Prozesse beinhaltet, die sehr langlaufend sind. Also wenn es einen Parlamentsbeschluss gibt und so sollen wir das machen und man sagt dann, da ist aber was falsch, dann braucht man einen neuen Parlamentsbeschluss, da hat dann mal so gar niemand Lust drauf, ne, das zu tun und dann geht mal ein Jahr oder zwei rum. Ne? Oder wenn man sagt, wir möchten gerne für bestimmte Berufsgruppen vom Besserstellungsverbot befreit werden, weil sonst kriegen wir einfach keine Leute, ne? Punkt, Ende der Geschichte. Und der Prozess dann 2 Jahre dauert, ne, das dann zu erwirken, das ist nicht sonderlich hilfreich. Ich meine, ich glaube, konzeptionell kann man sagen, wenn man Innovationsfinanzierung und Förderung macht, dann muss man
Risiken eingehen dürfen, muss auch mal scheitern dürfen. Das riecht dann sofort nach Steuergeldverschwendung. Aber ich glaube, eine viel schlimmere Verschwendung ist es, wenn man ein System schafft, was versucht, diese Risiken von vornherein auszuschließen. Weil dann ist man eigentlich schon gescheitert. Man wird keine Innovationen finden und fördern, wenn man nicht die Risiken eingeht, dass auch mal was schief geht. Und deswegen macht es ziemlich viel Sinn, Freiheiten zu geben. Die kann man sich jetzt auf verschiedene Arten erwirtschaften. Der HTGF hat es ja mit dem Fonds 3 gemacht, indem ihr privatwirtschaftlich geworden seid und raus bist du, dann kannst du privatwirtschaftlich agieren. Ich glaube, für viele der Instrumente, die wir hier diskutieren, wäre eine Anlehnung an die Privatwirtschaftlichkeit sinnvoll, weil es am Ende wirtschaftlicher ist. Ich meine, ich komme selber aus der Wirtschaft. Ich muss staunen, was die Prozesse kosten, die man da hat, ne? Und was die Kontrolle kostet. Also ich glaube, die Kontrolle kostet wahrscheinlich mehr, als wir an Missbrauch jemals finden können. Und dann muss man sich überlegen, ob das Sinn macht, ne? Ob das nicht vielleicht auch Quatsch ist. Es gibt sehr wenig Vertrauen in die Menschen in dem System, ne? Das ist auch, das ist in der Wirtschaft genau anders, ne? Da schaut man sich tief in die Augen und sagt, so, jetzt machen wir mal. Und ich gehe mal von einem positiven Vorgehen aus. Ne? Das ist, scheint mir in der öffentlichen, im öffentlichen Bereich genau andersrum, so nach dem Motto, wir vertrauen eigentlich niemanden und schaffen sehr hochstrukturierte Prozesse, schon im Antragswesen, dann in der Ausschreibung. Am Ende wählen wir dann auch nur einen aus, ne, und nicht drei, um mal einen Wettbewerb zu machen. Und dann kontrollieren wir. Ne, dann machen wir Evaluationen und weiß der liebe Teufel was. Also immer wenn ich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rede, dann höre ich, dass die mal mindestens 50% ihrer Zeit mit dem Prozess zubringen. Das muss man sich mal überlegen. Das ist 50% unserer Wissenschaftskapazität, die wir mit dem Prozess binden. Das können wir in der Innovationsfinanzierung auf gar keinen Fall machen, weil der Benchmark ist der Rest der Welt, ne, mit dem wir uns messen müssen, die uns da davonlaufen. Und wenn die sich diese Schranken nicht auferlegen, dann ziehen sie uns einfach davon. Deswegen, ich mache immer den Scherz, die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist wahrscheinlich die Agentur für Sprunginnovation. Und dann haben wir, wenn wir uns so erfunden haben, dass wir das Instrument dann haben. Sie sind in einer anderen Situation durch die Privatfinanzierung, die bei Ihnen mit drin ist? Genau, wir haben durch die Schwelle, dadurch, dass wir mehr als 30% Industrieinvestoren, also Corporates haben, die in unseren Fonds investiert sind, sind wir sozusagen nicht mehr öffentlich. Und damit haben wir auch deutlich weniger Restriktionen. Das begrenzt sich dann lediglich darauf, dass wir in eine bestimmte Phase investieren, die Seed-Phase, was ja auch unser Fokus des Fonds ist, und dass wir einen bestimmten Anteil des Investments in Deutschland allokieren müssen. Das ist aber dann auch damit eigentlich abgedeckt für diese Phase. Was halt so ein bisschen schöner wäre, wenn man halt auf den Fondslaufzeit schaut, dann ist das eine sehr lange Phase. Also wir haben zum Beispiel 6 Jahre Investment, 7 Jahre Deinvestment. Also das ist ein ordentlicher Zeitraum, den man abdeckt. Und in diesem Zeitraum passiert ja viel. Also Seed Investment vor 15 Jahren war was anderes, als es heutzutage ist, in dem eben es viel höhere Bewertungen gibt, viel größere Runden, ganz andere Teams sind, die ganz anders aufgestellt sind, wie andere Technologien betrachten. Und da muss man dann auch wieder Seed neu denken. Und das ist auch immer ein Thema, das man für jeden Fonds dann auch wieder neu diskutieren muss. Meine Damen und Herren, ich erinnere Sie noch mal daran, bitte stellen Sie Ihre Fragen in dem Bereich Q und A, Questions and Answers, damit ich Sie mit aufs Podium nehmen kann. Bevor ich jetzt zum zweiten Punkt komme, das ist ja die große Dilemmasituation. Sie haben es gerade angesprochen. Wie gehen Sie mit dem Risiko um? Die Grundkonstruktion bei Steuergeldern ist ja nicht dafür, dass man sie verbrennen kann als kalkulierten Teil des Prozesses, sondern es gibt natürlich die Erwartungshaltung, dass es sinnvoll eingesetzt wird. Und daraus ergeben sich all die nachfolgenden Strukturen der Überprüfung, der Dokumentation, der Berichterstattung, die hier hineinstreuen. Wenn dem privater Investor sagt, ich setze 10 Punkte an, ich weiß, dass 9 scheitern werden, aber der eine, der nicht scheitert, der kann dann auch eine Reinvestition der Gescheiterten ermöglichen. Und wie gehen Sie mit Ihren Institutionen mit diesem Punkt des Scheiterns, des Risikos und der Kalkulation dieser Risiken um auf der einen Seite sozusagen dem Fördergeldgeber gegenüber das Verständnis zu geben, dass man so arbeiten muss, aber gleichzeitig diese Rückbindung hat und zum anderen aber eine Flexibilität vielleicht zu haben, die das eigenkalkuliert. Refinanzierungsfragen wären so ein Punkt, aber eben auch die der Risikokalkulation. Spielt das bei Ihnen eine Rolle?
Ja, denke ich schon. Aber ich will mal was sagen. Die Universitäten sind es eigentlich gewohnt, sehr viel in was zu investieren, wo nicht unbedingt was rauskommt. Sonst hätten wir keine Grundlagenforschung. Aber dieses Prinzip jetzt anzuwenden auf den Transfer funktioniert leider eben nicht sehr gut. Ne? Also ich komme immer wieder auf diese Programme zurück, weil ich glaube, dass zum Beispiel bei dem Access-Gründerstipendium die Erfolgserwartung auch des Mittelgebers gar nicht so super groß ist. Das wird sehr breit gestreut. Also es müssen natürlich auch bestimmte Kriterien erfüllt werden, aber es wird sehr breit gestreut. Man akzeptiert auch, dass Sachen dort nicht funktionieren. Man ist auch sehr offen gegenüber Pivots. Also in dem ersten Jahr, das ist bei uns schon fast klassisch, dass die natürlich nicht mit dem Papier, mit dem die bei uns anfangen, am Ende dann rausgehen und zu den Investoren gehen und Geld bekommen. Das funktioniert ganz gut. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Das funktioniert aber auch gut, weil es relativ wenig Geld ist. Aber wenn wir dann an andere Programme kommen, wo eine Million kommt, wo eigentlich gefördert wird bei Exist-Forschungstransfer, wo in der früheren Phase gefördert wird, wo das Risiko eigentlich noch viel größer ist, da wird eben schon sehr stark erwartet, ja, bringt mir doch am besten schon mal ein LOI vom potenziellen Kunden, weil da ist schon der Druck da, auch beim Fördergeber, was ich auch verstehen kann, dass so eine Million will man nicht so unbedingt in den Sand setzen. Und das wäre, glaube ich, gut, wenn da mehr Risikobereitschaft würde. Ich kann mir vorstellen, dass da viel Innovationen auch verschenkt werden, gerade in den Universitäten. Ja, wir schließen auch viele a priori aus. Ne? Also wenn Sie einen Förderantrag stellen, müssen Sie eine Solvenz nachweisen. Sie müssen erstmal den Prozess überleben, der dauert schon mal gerne ein Jahr oder anderthalb. Dann müssen Sie als Firma, die diese Förderung erhält, eine Solvenz nachweisen, was für viele Startups einfach unmöglich ist. Ne? Die sind per se eigentlich immer überschuldet, ne? Weil sie noch in der Anlaufphase sich befinden. Mit dem Ausschluss von vornherein bei der Innovationsfinanzierung von solchen Dingen scheitern sie, ohne es zu sehen, ne? Weil sie die gar nicht ansprechen. Mhm. Die gehen dann woanders hin. Ne? Ich sag mal, das ist natürlich nicht so visibel wie ein spektakulär gescheitertes Millionengrab. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, dass wir trotzdem Millionengräber produzieren, spektakulär. Wir können ja nichts mehr bauen. Also ich bin jetzt in Berlin gerade, ne? Muss ich nicht erwähnen. Das liegt ja auch am Vergabeverfahren, ne? Und der Art und Weise, wie so ein Prozess gemanagt wird. Ne? Ich glaube, da einfach mal Wettbewerb aufzuhalten, auch wenn man loslegt, wird wahnsinnig viel Geld sparen. Ich habe mit einem DARPA-Professor auf der Bühne, DARPA-Direktor auf der Bühne gestanden, die Defense Advanced Research Projects Agency ist ja eine der Vorbildorganisationen der Sprint. Der hat gesagt, es ist nicht schlimm zu scheitern, es ist nur schlimm nicht zu wissen, wann man gescheitert ist. Also, dass man dann abbricht und aufhört, da Geld reinzukippen, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn man es scheitern versucht, von vornherein auszuschließen, dann geht man keine Risiken ein und dann wird man keine Innovationen fördern. Das ist auch so ein bisschen eine Strukturierungsfrage. Also beispielsweise ist bei uns der Fonds ja so aufgesetzt, dass der sehr breit auch investiert. Wir sind jetzt nicht in einem ganz schmalen Vertical, in dem halt ein Ausfallrisiko dann relativ hohes Schaden dann auch verursacht, sondern wir sind sehr, sehr breit auch in den Technologien, in die wir investieren. Dadurch haben wir schon eine gewisse Ausfallabsicherung dort mit drin. Dann ist es auch, wie sind wir aufgesetzt? Wir sind jetzt nicht zu sagen, haben niemanden aus dem Ministerium, der da drauf schaut, sondern es sind ja alles, die auch aus Branchen vom VC kommen oder eben aus den Forschungsinstitutionen, die auch in der Lage sind, das zu bewerten und auch wie ein VC dort drauf zu schauen. Und dann geht man das natürlich auch an wie ein Venture Capitalist. Der guckt auch da drauf, ist das Unternehmen in der Lage, ein großes Unternehmen zu werden, das dann auch potenziell das zurückgibt. Und das heißt, man behandelt es auch so. Das ist dann vielleicht so ein bisschen weg von dem Fördergedanken, dass jeder Geld bekommt, sondern man schaut eben auch da drauf, wie ein wirtschaftliches Unternehmen. Und das trägt sich auch bei. Also die Fonds, die wir haben, auch profitabel geführt werden können. Wie ist es bei Ihnen? Sie sind ja auf die Prototypphase fokussiert. Das Leben danach, bekommen Sie das dann noch mit? Ja. Wir bleiben eigentlich immer in Kontakt oder versuchen bei allen, 250, nicht alle, aber versuchen immer in Kontakt zu bleiben. Ich meine, das ist natürlich jetzt fies. Bei uns ist Scheitern eigentlich einfach, aber auch nur auf dem Papier. Also ich meine, das sind 50.000 Euro maximal für ein halbes Jahr mit dem Ansatz zu sagen, am Schluss ist da entweder ein guter Prototyp rausgekommen oder eine gute Geschichte, sage ich jetzt mal so vereinfacht, nämlich eine übers Scheitern und Ausprobieren. Und das hat nicht funktioniert. Ich glaube, wenn ich an der Ecke so abgebogen wäre, hätte es funktionieren können. Also da geht es eigentlich mehr darum, Wissen zu schaffen, was andere und einen selbst befähigt. So. Und
Ich glaube, das ist für mich tatsächlich auch der wichtigste Gedanke. Also ich glaube, wir können uns Risiko aussuchen im besten Fall. Und das eine Risiko ist halt Stillstand und verhindern und ganz viele tolle Sachen nicht machen können. Und das andere Risiko ist halt mal was in den Sand zu setzen. Und dann muss man sich vielleicht als Gesellschaft fragen, okay, welches Risiko können wir uns eher leisten oder welches wollen wir tragen? Und nur das eine als Risiko zu bezeichnen und das andere irgendwie so als den Status quo, der irgendwie so normal ist, damit tut man sich, glaube ich, langfristig keinen Gefallen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Mindset, wo ich sagen würde, davon brauchen wir vielleicht auch mehr. Und auch mehr verstehen, dass Innovation bedeutet, ganz oft falsch Sachen zu machen, bis man sie dann sehr richtig macht. Bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht, aber so lernen wir halt. Und wenn wir lernen wollen, müssen wir das aushalten können. Man muss vielleicht auch so ein bisschen in den internationalen Wettbewerb reinschauen. Wie viel geben wir in Deutschland dafür aus für Innovation? Damit sind wir noch nicht gut international aufgestellt. Und das zeigt sich dann eben auch. Also wann ist das letzte Google aus Deutschland gekommen, das letzte Microsoft oder Ähnliches? Haben wir alles nicht. Und vielleicht so ein bisschen hat es auch mit der Mentalität zu tun, dass man immer diese Risikoabsicherung haben will oder dann nicht bereit ist, in etwas zu investieren, wo vielleicht nicht sofort der Return da ist. Weil es bei uns einen Reflex gibt nach staatlicher Förderung? Also es ist vielleicht auch der Staat, der da viel aktiver sein müsste und auch vielleicht auch als bewusster Investor in diese Geschichten. Hm. Ich finde da den, ich möchte jetzt keinen, also das eine Buch, ich habe Mariana Mazzucato natürlich sehr gerne mal gelesen, die über den Entrepreneurial State und so weiter spricht. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass die Geschichte aus den USA, das ist nur so ein kleiner Teil in ihrem Buch, aber sie sagt, die Geschichte in den USA ist, dass der Staat gar nichts macht und die Wirtschaft alles treibt. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es genau andersrum. Aber der Narrativ ist natürlich nach vorne getragen, so nicht hier irgendwie großstaatlich, sondern alles Entrepreneurial Spirit von irgendwie Startups und tollen Unternehmern. Und das ist eigentlich, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, auf welche Geschichten wir uns da erzählen. Und was wirklich Realität ist und ob das dann falsch oder richtig ist, wenn man sagt, da muss der Staat eigentlich ein bisschen mehr rein, weil vielleicht ist das gar nicht falsch. So, jetzt habe ich schon wieder derailed. Nee, aber das ist ganz wichtig, finde ich. Da ist ein Narrativ aufgebaut, ne, von diesem Entrepreneurial Spirit im Silicon Valley. Und wenn man dann reinleuchtet, stellt man fest, dass es alles staatliche Finanzierung ist. Ne. Wir feiern hier Elon Musk in Grünheide, ne, der uns jetzt mal zeigt, wie man eine Fabrik schnell baut. Ne. Aber wo hat er denn sein SpaceX-Geld her? Warum hat er Tesla so lange über Wasser halten können? Ne? Das waren CO2-Zertifikate bei Tesla, das waren Darlehen in der Automobilkrise. Und SpaceX kriegt sein Geld hauptsächlich von der NASA, was eine staatliche Agentur ist. Und wenn man in viele dieser Sprunginnovationen, die dort entstanden sind, reinschaut, auch auf der Auftrags- und Einkaufsseite, ne, wird staatliches Geld hochintelligent eingesetzt und gezielt ausgegeben in die Industrien, die man da fördern möchte. Ne. Da ist mal Subventionspolitik der allerfeinsten Sorte. Und dann wird sich aber rumgedreht und gesagt, nein, sowas machen wir nicht. Und dann geben wir uns in der EU häufig Regeln, wie zum Beispiel das Beihilferecht, ne, was eine Innovationsfinanzierung durch Auftragsvergabe verhindert, ne, weil wir halt weltweit, europaweit ausschreiben und dann bestimmte Kriterien haben, das Geld eben nicht in die Dinge fließen lassen, die wir fördern und finanzieren wollen und sollten, um die Industrien hier entstehen zu lassen. Also es ist nicht immer nur Fördergeld, sondern ich meine nochmal DARPA, die hängen am Verteidigungsministerium. Warum? Weil die haben ein 700 Milliarden Budget. Die DARPA hat 3,5 Milliarden, finde ich auch schon gut, hätte ich auch gerne, aber dann haben die nochmal 700 Milliarden hinten dran von einem Verteidigungsministerium alleine, was die Produkte bestellt, die es noch gar nicht gibt, die in die Unternehmen fließen, die das Fördergeld bekommen. Das ist bei uns ausgeschlossen. Das ist nicht drin. Wir müssen mal schauen, wie es da geht. Und ich sag mal, the proof is in the pudding. Wir sehen ja, dass wir außer mRNA die letzten 75 Jahre keine Sprunginnovation hinbekommen haben. Die ersten Fragen strudeln schon rein, aber ich halte mal noch ein bisschen zurück. Außer eine, wenn wir jetzt mal, ich merke schon, sind so die ersten Learnings ja im Grunde genommen aus dem Prozess, die hier schon kommen. Ich habe da also, was Sie gesagt haben, was die Erzählung angeht, ganz charmante Projekte bei Ihnen in den Runden gesehen. Wir haben mit Einzelnen auch mal Kontakt aufgenommen und da war eben zu sehen, dass natürlich eine Frage ist des Anschlusses dann auch. Also ich kann das ruhig mal hier rausstellen, auch ein sehr schönes Projekt, wo jemand ein Gebärdensprachenlexikon im Grunde genommen aus User-Content gemacht hat. Man konnte da seine Gebärden einstellen als kurzes Video und da kamen Varianten zum Vorschein. Und dem fehlt natürlich jetzt ein bisschen die Puste in der Fortsetzung und auch, was Sie angesprochen haben, in der Förderlandschaft den Anschluss zu finden, dann beim nächsten Schritt. Eine Idee, die eigentlich toll ist, die eine tolle
Erzählung auch hat, weil das eben neu ist und die Betroffenen selbst mit einbindet, sich in so ein Lexikon hineinzugeben. Ich fand das total toll. Das hat mir so gefallen. Ich habe den sofort angerufen und den Kontakt aufgenommen. Aber gleichzeitig das Problem danach, das dann auch in eine Größenordnung zu bringen, wo die nächste Idee eigentlich andocken würde. Wie kriegt man das auf Smartphone? Wie kann man das so machen, dass das viel portabler ist, um dann in die alltägliche Kommunikation integrieren zu können? Auch für diejenigen, die Gebärdensprache nicht können. Und das sind so Punkte, wo man natürlich die Frage ist, wie ist das denn vernetzt? Wo sind so Lernpunkte in dem Prozess der Förderung, die Sie bis jetzt durchschritten haben? Und für die würde ich mal interessieren, einzelne blitzen jetzt schon durch. Ich fange mal bei Ihnen an. Wo sind die Gründe, das fragt auch einer der Zuschauer, fürs Nichtgründen, die am stärksten bei Ihnen auftauchen? Die sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Ne? Also an der Universität ist ganz klar, die ist ja auch ausgerichtet auf eine wissenschaftliche Karriere. Da haben viele gute Ideen, die grundsätzlich für eine Gründung in Frage kommen. Aber scheitert dann eben auch ein entsprechendes Team zu finden, die wirklich sowas mittragen. Und das ist auch, also ich kann es auch nur wieder immer betonen, die Menschen sind wirklich das Wichtigste, auch bei unseren Auswahlprozessen. 50% Ideen gucken wir uns an mit den Kriterien, der Rest ist Bauchgefühl, überzeugt uns das Team oder überzeugt uns das Team nicht. Und das ist tatsächlich auch ein Erfolgsfaktor. Ja, warum gründet man nicht? Es ist tatsächlich sehr, sehr selten, dass Förderung abgelehnt wird. Also die Leute, die das wirklich durchziehen, die finden auch andere Wege. Und wenn sie in Berlin, gibt es viele Möglichkeiten, dann gehen sie auch mal zu den Kollegen an der anderen Uni, ist es auch völlig alles legitim. Aber da so pauschal zu sagen, es gibt jetzt den einen Grund, an der Universität nicht zu gründen, also der eine Grund, der Hauptgrund ist, warum die meisten an der Universität nicht gründen, obwohl es ein tolles wissenschaftliches Ergebnis ist, was sie haben, ist tatsächlich, weil schon sehr man an der Uni studiert und dann eine wissenschaftliche Karriere anfängt, um die sozusagen auch weiterzutreiben. Ist es so ein bisschen German Angst, also die Sorge auch, lieber doch in einen geregelten Job zu gehen, anstatt ins Risiko? Hätten Sie mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, ist so. Aber da hat sich tatsächlich auch was gewandelt. Da ist auch mehr dieser, jetzt sage ich mal, amerikanische Spirit drin, dass Scheitern nicht unbedingt was Schlechtes ist. Wir haben auch gemerkt, gerade die Serial Entrepreneurs, die schon 2-3 Mal gescheitert sind, die gehen ganz anders an so eine Geschichte ran, viel fokussierter, viel schneller. Die haben da schon viel gelernt. Und auch das andere, wir haben auch viele von unseren Startups, die dann am Ende gescheitert sind, die mit Handkuss in den Unternehmen genommen werden, weil die mit einer völlig anderen Einstellung rangeht. Und ich habe auch am Anfang vor 10 Jahren mit Gründern Gespräche geführt, die dann gesagt haben, ja, soll ich das wirklich machen? Und was ist denn, wenn ich scheitere? Und ich habe jetzt schon so viel investiert in das Studium und so. Ich habe versucht, denen immer die Angst zu nehmen und das zeigt sich jetzt auch. Also man hat da kein Problem, sage ich mal, wenn man dann diesen Weg nicht weitergehen und das nächste Unternehmen gründen will, irgendwie einen Job zu finden. Die werden sehr gerne genommen, die Leute. Sie haben diese Pilotwettbewerber bei sich jetzt durch. Wo sind bei Ihnen da die Lerneffekte daraus für Ihre weitere Aufstellung? Also wir nennen das Sprint Challenges, ne, um so ein bisschen uns auch wieder anzulehnen an was Neues. Ne. Wir müssen ja irgendeinen neuen Namen erfinden, damit er damit verbunden wird. Ich glaube, das Thema Tempo ist vielleicht was ich mal rauskehren möchte dort. Ne. Weil wir müssen schnell sein und das kommt gut an, auch wenn die sind ja häufig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an den Challenges teilnehmen, fast ein bisschen erschrocken sind, ne, wie das jetzt hier abrockt. Und auch die Tatsache, dass wir erstmal nur für ein Jahr Geld geben, ist auch ungewohnt. Ne. Man schreibt ja sonst einen riesen Projektantrag, das geht natürlich nicht schnell. Man hat eigentlich immer einen im Petto schon mal, ne, fürs Nächste, was man nachlegen kann. Aber dann hat man das Geld für 3 oder 5 Jahre. Ne. So, das ist jetzt hier anders. Ne. Das heißt, da fängt jetzt plötzlich an, ein Wind zu wehen, ne, den kann man richtig ins Segel nehmen und nach vorne, aber der kann einem auch entgegenblasen. Das ist schon so ein bisschen ein kulturelles Thema, aber ich muss feststellen, kein einziges Team, wo wir gesagt haben, wir machen es, hat dann gesagt, wir machen es aber doch nicht, ne, weil uns das hier das Ganze zu sportlich ist. Unser Ziel ist es, eine Drehzahl zu erreichen, dass wir solche Geschichten, die Callzeit muss natürlich lang genug sein, damit die Leute das mitbekommen, 6-8 Wochen oder sowas. Aber dann wollen wir das in 1-2 Wochen rumdrehen und sagen so, zack, jetzt geht's los. Und das wollen wir für die großen Finanzierungen so ähnlich machen. Ich habe eine DAPA-Direktorin, Regina Dugan, gefragt, was ist denn das größte Feature von DAPA? Und dann hat sie gesagt, von wir sprechen dich an bis Geld auf dem Konto 1 Monat.
Ne? Und das sind Millionen, die reinstecken. Und übrigens, wir hätten keine mRNA-Impfstoffe ohne diese DARPA, die 2011 in die CureVac, in der BioNTech viel Geld reingelegt hat und eine Technologie mitgebracht hat. Ich glaube, das muss unser Benchmark sein. So müssen wir das machen. Und wir üben das jetzt mit den Challenges. Da haben wir ein Verfahren gefunden. Ne? Das nennt sich Pre-Commercial Procurement übrigens für euch Verwaltungsmenschen. Ne? Das sehr agil es ermöglicht, eine Ausschreibung und Auftragsvergabe für Produkte, die es noch gar nicht gibt, zu machen. Ja, und da eine Challenge, ein Call ist, das ist wie eine Ausschreibung, ne? Das geht dann europaweit ganz automatisch, ist die Call-Phase mit 6 Wochen auch lang genug für eine Ausschreibung und dann kann man einfach vergeben. Ne? Und das Einzige, was da noch mitkommt, ist, dass da Fair Licensing stattfindet, also entweder Open Source oder eine Lizenzierung zu fairen Marktpreisen, ne, der Teilnehmer. Also ich finde, wenn man genau schaut, finden wir solche Möglichkeiten und wir werden auch nachweisen, dass wir viel kostengünstiger sind in der Durchführung dieser Challenges und dass wir trotz Wettbewerbsfinanzierung wahrscheinlich wesentlich bessere Ergebnisse erzielen können. Und das müssen wir dann nur translatieren auf größere Finanzierung. Geschwindigkeit ist auch ein Punkt der Dinge, die Sie gelernt haben, 2005 gegründet. Ja, ich denke, das ist generell innerhalb des Finanzierungsprozesses. Also wenn wir uns einen Deal anschauen, dann dauert so ein Prozess in der Regel 2 bis 3 Monate, dass so eine Finanzierung steht, wirklich vom Kennenlernen des Teams, dass die bei uns gepitcht haben, das vorgestellt haben, wie in den Due Diligence-Prozess gegangen sind, wie Verträge verhandelt haben, beim Notar sind, sowas baut der Prozess. Aber das ist für die ja ganz auch wichtig, in den ganzen Zeitablauf zu planen, wann nehme ich das Investment auf, wie weit komme ich damit, dass eben entsprechend auch schnell ins Arbeiten kommen, weil jeder im Finanzierungsprozess hält auch auf, der kostet auch Energie, man muss sich da auf viele Dinge konzentrieren und dann nicht operativ irgendwie zurückgehalten zu werden, sondern da schnell wieder ins Handeln zu kommen, ist eben Geschwindigkeit ein sehr, sehr wichtiger Prozess. Herr Wolf fragt aus dem Publikum, wie sehen Sie die Notwendigkeit, Geschäftsmodellinnovationen stärker zu fördern? Deutschland ist sehr fokussiert auf technologische Innovationsförderung. Sie haben ja in Ihrem Bereich eine klare Fokussierung. Inwieweit betrifft es Sie? Also soziale Innovationen sind ja auch ein Feld, die stattfinden können, vielleicht betriebswirtschaftlich interessant sind, aber finden dann vielleicht im Prototype-Fund oder bei Ihnen weniger statt? Fragezeichen. Wenn es wirklich eine Innovation ist, wird das bei uns auch gefördert. Aber ich meine, wir sind eine technische Universität. Die Mehrzahl der Gründungsideen, die zu uns kommen, sind tatsächlich technische Innovationen. Aber das eine oder andere Projekt haben wir auch schon gefördert, wo es um eine Geschäftsmodellinnovation geht. Geschäftsmodell muss man parallel denken. Ich glaube, wir machen häufig den Fehler als technologiegetriebene Leute, dass wir uns quasi linear weiterdenken, was wir damit machen können. Wenn man sich aber mal Sprunginnovationen anschaut, die haben eigentlich immer das Geschäftsmodell geändert. Ne? Wenn man Disruptor ist, muss man auch nach anderen Regeln spielen. Da kann man nicht, ne? Also wenn man, wenn es da irgendwo, es gibt ja immer den Incumbent, der jetzt das Feld besetzt und wenn man den besiegen will, dann darf man nicht nach denselben Regeln spielen. Das kommt bei uns zwar vielleicht manchmal erst in der späteren Phase, weil wir noch vorkommerziell unterwegs sind, aber wir begleiten die Leute sehr stark dabei zu überlegen, wie ein Geschäftsmodell geändert werden kann. Und es gibt sogar viele Diskussionen von Projekten, die wir gar nicht fördern, aus unserem Expertennetzwerk, wo Ausgründungen stattgefunden sind, wo wir beraten, wie das Geschäftsmodell gedreht werden kann, dass ein größerer Teil der Wertschöpfung dann in dem Unternehmen ankommt. Also wir, um mal ein Beispiel zu geben, vielleicht nicht so bekannt ist, aber spektakulär. Das ganze Chipfertigungsthema sind wir eigentlich abgehängt in Europa. Also wir können die modernsten Chips gar nicht mehr bauen. Aber in Holland gibt es eine Firma mit Zulieferern aus Deutschland, mit Zeiss und Trumpf, die Belichtungsmaschinen dafür baut. Das sind die komplexesten Maschinen, die wir je gebaut haben. Die kosten pro Stück 200, 250 Millionen Euro. Und das ist ein Monopol für die neuen Chips. Das ist die wertvollste Firma Europas. Die heißt ASML. Die kennt keiner. So, die haben ein Geschäftsmodell entwickelt, in der Wertschöpfung immer weiter in die Chipfabrikation reinzugehen und machen mittlerweile 1/3 der Kosten einer neuen Chipfabrik aus. Also die haben es irgendwie geschafft, ne, mit einer Maschine, ne, die in der Fabrik steht, sich so weit auszubreiten. Und wenn ich mir anschaue, was für Maschinen wir bauen oder was für Instrumente wir bauen, Mikroskopie, sind wir immer noch weltführend, ne, mit den tollsten Menschen. Aber dann werden eben nur die Instrumente gebaut und als Mikroskop pro Stück verkauft und dann kriegt man 1 Million pro Stück und das war's. Und da werden dann Erfindungen mitgemacht, die Milliardenmärkte umkrempeln. So, da braucht man partizipatorische Geschäftsmodelle, die einen an dieser Wertschöpfung teilhaben lassen. Eine konkrete Frage aus dem Publikum, auch von Herrn Hoffmann. Apicius,
was so die Investitionen von den großen Konzernen angeht. Er spricht hier unmittelbar auch eine Übernahme an, als Beispiel, das muss ich jetzt gar nicht nehmen, wo erst gefördert wurde mit durch einen Venture-Kapitalist und dann aber ein halbes Jahr später jemand anderes das für deutlich mehr gekauft hat. Inwieweit sehen Sie da die Bosch, Siemens in Deutschland engagiert, da auch auf den Plan zu treten und sich da zu beteiligen? Also Bosch ist ja zum Beispiel auch bei uns investiert in den Fonds. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Kommt immer darauf an, auf das Geschäftsmodell und in welcher Phase mit welcher Investor mit an Bord gehen soll. Das muss man sich dann genau anschauen, vom Modell her gesehen. Aber im Grunde ist es schon sehr wichtig, dass auch da der deutsche Mittelstand sich auch oder generell die Industrie mehr beteiligt, sich zu investieren, auch zu schauen, in entsprechende Innovationen, die nicht integriert sind, nach vorne zu bringen und dann gegebenenfalls, wenn es passt, auch entsprechende Käufer sind. Weil wir sehen ja häufig hinten raus im Exit-Markt sind ja die großen Käufer, die auch bereit sind, die Preise zu zahlen, häufig noch in den USA zu finden oder in Asien. Da ist der deutsche Markt ja noch gar nicht so stark engagiert und da könnten auch die deutschen Unternehmen noch mehr machen. Werden bei Ihnen auch Privatpersonen gefördert, die nicht aus Deutschland kommen? Also wir zum Beispiel machen es. Wir können auch in Unternehmen investieren, die ihr Headquarter im europäischen Ausland beispielsweise haben, die aber hier durchaus eine unabhängige Zweigstelle haben, operativ sind. Das heißt, die sind dann nicht unbedingt keine deutschen oder auch keine deutschen Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. Aber es ist auf jeden Fall eine Investition möglich. Ich ziehe es mal breiter auch an die anderen, die europäische Ebene. Wie ist da bei Ihnen die Vernetzung? Das wäre im Grunde die Frage, wenn wir von Größenordnung im Vergleich zur DAPA sprechen, dann sind wir als Deutschland ja schnell überfordert, hätten aber als Europa eine Chance, in der Vernetzung dort anders reagieren zu können, auch ein viel größeres Reservoir an Ideen zusammenfassen zu können. Gibt es da eine internationale Vernetzung? Ja, also die Universitäten sind ja sowieso sehr stark international vernetzt und das nutzen wir natürlich auch im Gründungsbereich. Es gibt jetzt seit letzten Jahren ein großes Projekt, Enhance nennt sich das, mit verschiedenen europäischen Universitäten, wo wir uns speziell im Entrepreneurship-Bereich, also im Gründungsbereich, auch vernetzen und gemeinsame Formate, sowohl natürlich auch Forschung und Lehre, aber auch in der praktischen Gründungsunterstützung geben. Und es gibt auch punktuell immer einzelne Universitäten, mit denen wir enger zusammenarbeiten. Das ist meistens projektbasiert. Wir brauchen immer Geld, um solchen Austausch auch zu finanzieren. Sehr viel auch von der EU finanziert, aber da gibt es eine sehr starke Vernetzung im Gründungsbereich. Also es gibt ja auf europäischer Ebene diverse Finanzierungsinstrumente, mit denen Fonds auch üblicherweise zusammenarbeiten, wie der European Investment Fund, European Investment Bank. Aber jetzt gerade zur Förderung von großen Innovationen ist ja das European Innovation Council, der EIC, gerade in so einer Testphase gewesen und startet jetzt durch. Mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Denn wenn Sie aus Europa raus finanzieren und fördern, haben Sie auch kein Beihilfeproblem mehr. Das ist für uns also auch ein prima Instrument, was auch hoch motivierend ist, weil man dann agiler arbeiten kann. Die entwickeln sich genauso wie wir gerade on the job sozusagen, entwickeln die sich weiter. Und ich glaube, am Ende wird ein europäisches Netzwerk von Sprunginnovationsagenturen entstehen mit so einer europäischen Dachorganisation, mit der die alle zusammenarbeiten. Ich finde das gut, so Think Global, Act Local mäßig hier mal loszulegen, aber dann sich zu vernetzen. Wir werden auch sehr viel angesprochen von anderen europäischen Ländern und auch nicht-europäischen wie UK, die solche Agenturen gründen wollen und wir geben da unser Wissen ganz offen weiter. Das ist also Open Access sozusagen, wie wir uns hier entwickeln und was wir lernen. Denn das ist natürlich eine tolle Verstärkung. Die Teams sind ja auch meistens international, die da zusammenkommen. Und bei den Challenges ist es sowieso eine europäische Aktion. Das Pre-Commercial Procurement ist ein europäisches Ausschreibungsverfahren. Also dürfen die Teams da auch herkommen, wo sie wollen. Wenn wir richtig Geld reinlegen, müssen sie aber hier in Deutschland durchgeführt werden. Das ist die Beschränkung, die man als lokale Agentur hat. Aber das ist dann auch eigentlich kein Problem. Der Gedanke bei uns so ähnlich, weil wir können nicht Personen außerhalb Deutschlands fördern. Also wir hatten schon den Fall, dass jemand aus den Niederlanden dann nach Berlin gezogen ist, weil er die Projektförderung angeboten bekommen hat. Und das geht ja easy in der EU, dann hat man halt hier ein WG-Zimmer. Aber was wir jetzt versuchen, ist dann einfach den Prototype Fund, wie ich vorhin schon sagte, so als Blueprint anderen Ländern anzubieten und zu sagen, versucht doch sowas bei euch auch zu machen, weil es ist sowieso viel sinnvoller,
gerade bei unserer niedrigschwelligen Ebene ganz viele kleine, bisschen unterschiedliche Prototype-Funds zu haben, die ganz breit einfach Potenzial von unten nach oben spülen, anstatt dass wir jetzt sagen, okay, wir decken jetzt als ein gigantischer Prototype-Fund vielleicht ganz Europa ab. Bei unserer Ebene macht das Sinn, dieser Netzwerkeffekt. Und es gibt jetzt immerhin einen in der Schweiz, den Schweizer Prototype-Fund, und einen in Taiwan. Und bei anderen europäischen Ländern gucken wir dann noch, ob man nicht eigentlich einfach auch sagt, okay, wir haben hier diesen Baukasten und den übertragen wir jetzt einfach. Das würde ich auch spannend finden, den Gedanken, dann noch mehr voneinander zu lernen. Lernen ist das Stichwort, also die Art der Dokumentation von all den Einreichungen. Da können ja manche Dinge schlummern, die sind übersehen worden, wie Sie es vorhin gesagt haben. Die haben vielleicht in dem Moment die Chance nicht gehabt. Die sind vielleicht auch nicht zu Ende gedacht, aber ein anderer hat das als Anregung. Bei Ihnen ist das auf der Webseite sehr gut dokumentiert. Die einzelnen Förderrunden sind da durchzusehen. Wie funktioniert sozusagen diese Art von Wissensmanagement? Weil ich glaube, also auch ein Zuschauer, Herr Wolf, sprach das Thema hier an, wie das aus den Aktenschenken rauskommt, von den vielen Ideen, die dort vielleicht liegen, aber dann durchgerutscht, nicht berücksichtigt, nicht zu Ende gedacht sind, aber sozusagen den Humus bilden für Ideen. Wie findet das bei Ihnen statt? Also bei uns, was uns durchgerutscht ist oder nicht zu uns gekommen sind, ist schwierig zu sagen. Aber natürlich, wir haben auch so einen Filter, wo wir gucken, was fördern wir nicht. Rein aus Kapazitätsgründen auch müssen wir da eine Auswahl treffen. Aber es ist nie so, dass wir Anträge ablehnen und sagen, du brauchst nicht wiederkommen. Ne? Sondern es gibt sehr, sehr konkrete Hinweise, an welcher Stelle noch was gemacht werden muss, ob das Team noch erweitert werden muss. Da haben wir auch der Unterstützung. Das unterstützen wir auch ganz stark. Wir haben so ein Format Pitching for Competence, was wir auch mit den anderen Universitäten regelmäßig 3-4 Mal im Jahr durchführen, wo man auch Mitgründer suchen kann. Und das ist tatsächlich nicht selten, dass die Leute wiederkommen. Also wir haben in dem eigentlichen Aufnahmeprozess ist es so, dass die sowieso nach 4 Wochen nochmal die Chance haben für einen Repitch, wenn es eher an der Darstellung liegt, sage ich mal. Und wenn wir das dann aber endgültig ablehnen, auch mit einem ganz ausführlichen Feedback. Und wir hoffen, dass die Leute sich weiterentwickeln und wiederkommen. Das passiert sehr oft. Also bei uns ist es anders als bei Adriana, weil wir doch einiges an Geheimhaltung haben. Ne, weil einige Einreichungen durchaus zu Recht ihr IP schützen wollen und auch die Entwicklung des Intellectual Property erstmal dazugehört, bis man richtig dasteht. So, und dann kann man was anderes machen. Also es gibt häufig nicht patentierte Themen, weil sie nicht veröffentlicht werden sollen. Wir haben auch viele, die auch durchaus zu Recht ein hohes Misstrauen haben, auch an Privatfinanzierungen. Die sagen, hier wird mir meine Idee wahrscheinlich geklaut, ne, weil ich weiß schon, wer das skalieren kann, aber genau das will ich mit denen nicht machen. Deswegen können wir unseren Datenpool, wir haben keinen Aktenschrank, wir haben einen Confluence und einen Jira, ne, wo das alles drinsteht, ne, den können wir leider nicht öffnen. Aber unsere InnovationsmanagerInnen, die kommen da dran und die nutzen das auch als Recherchewerkzeug, ne, um eben dann durch Kombinatorik vielleicht neue Sachen entstehen zu lassen. Also die Projekte, die bei uns zur Finanzierung eingereicht werden, die unterliegen natürlich der Vertraulichkeit. Also es gibt keinen Pool, den wir da auch irgendwie zugänglich machen. Aber das jeweilige Team, das Startup, das zu uns kommt und vielleicht abgelehnt wurde, kriegt von uns auch das Feedback, warum das nicht in Frage kommt. Also die sehen ja auch immer im Wettbewerb zu anderen Unternehmen, die finanziert werden. Es gibt ja eine bestimmte Begrenzung da drin. Und die kommen durchaus auch wieder zurück und sagen, haben an bestimmten Themen gearbeitet, sind jetzt wieder besser aufgestellt oder sie sehen selbst, das funktioniert gar nicht im Markt, sind kommen dann mit anderen Ideen wieder zurück. Also das heißt nicht, dass dann damit sozusagen ein Prozess innerhalb des Startups gestorben ist, sondern häufig gibt es dann eine Weiterentwicklung und man ist dann ganz überrascht, mit welchen Ansätzen sie dann zurückkommen und vielleicht dann finanzierungsfähig werden. Auf Ihrer Webseite steht, dass Sie die Unternehmen begleiten bis zum Exit hin. Da gibt es ja schon den ersten Punkt, dass es ein bisschen auch kulturelle Unterschiede gibt, dass in Deutschland wahrscheinlich eher ein Exit als eine Variante angesehen wird, die man nicht mit dem Mittelstand zum Beispiel in Verbindung bringt, dass viele Startups ja längst Mittelständler sind, nach 10 Jahren vielleicht, die aber im Land geblieben sind. Und die Frage ist, ob die Innovation, also der Förderansatz dann aber die Mehrwerte nicht im Land hält, sondern die werden dann ausverkauft aus Deutschland, aus Europa raus, von den großen Unternehmen, die da viel aktiver sind. Ist das ein Verlust?
Nein, ich denke nicht. Also ist es ein gewisser Ansatz, es ist ein exit-gestriebenes Geschäft. Das ist natürlich anders. Es können ja auch erfolgreiche Geschäfte aufgesetzt werden und finanziert werden, die dann auch sozusagen in dem Gründungsteam verbleiben, so wie so der klassische Mittelständler, das halt exit-orientiert ist. Und man darf ja nicht vergessen, dass ja trotzdem dort Innovationen geschaffen wurde, Arbeitsplätze geschaffen wurden und so weiter. Was natürlich stärker sein kann und wo wir auch besser werden müssen, sind eben, dass auch wir die größeren Käufer haben, die bereit sind, die Preise zu zahlen, auch die Unternehmen zu übernehmen und es nicht nur dem Ausland zu überlassen in den großen Finanzierungsrunden und in den Übernahmen. Aber ich denke, falsch ist es nicht. Ein Thema, was Sie schon angeschnitten haben, Herr Poplowski fragt, wie wir das eigentlich schaffen können, so eine Kultur des Scheiterns als positiven und lernfähigen Ansatz hier zu etablieren. Sie haben ja schon die Reaktion von Unternehmen auf diejenigen, die schon mehrfach gescheitert sind, geschildert. Wir sind natürlich alle sensibel, wenn es um Steuergelder geht und gescheitert wird, dass das dann eher nicht nur eine finanzielle Sache ist, sondern auch eine politische, die zu verantworten gilt. Und gleichzeitig höre ich das bei Ihnen allen, dass das sozusagen ein Asset ist für so einen Prozess zu sehen, dass Hinfallen zum Wiederaufstehen da ist. Ein Satz, den ich meinen Kindern eigentlich gesagt habe und die ihn auch beherzigt haben. Und wie kann man aus Ihrer Perspektive das sozusagen als kulturellen Weg begehen, um da offener zu werden, als nur im ersten Schritt gleich die perfekte Lösung zu haben, zu der wir Deutsche als Klischee ja gern neigen sollen? Also ich glaube, man muss am Anfang erstmal sagen, dass es wirklich schwer ist zu scheitern und auch eigentlich niemand gerne scheitert. Also auch wenn man immer so sagt, so gehört dazu und das ist ganz wichtig und Teil des Prozesses, ist sauschwer, macht keinem Spaß, will man nicht gerne drüber reden. Ich rede jetzt nur für mich selber, aber ja. Und da kann man, glaube ich, nur was dran ändern, indem man eben umso mehr drüber redet und auch als Förderer da so ein bisschen vielleicht mit in die Verantwortung geht, zu sagen, dass es da nicht immer nur die Erfolgsberichte gibt, sondern auch die Scheiterberichte, also ne, die Berichte, wo es eben nicht gut läuft und dass man die genauso gerne liest, wie welche tollen Zahlen man jetzt irgendwie erreicht hat oder sowas, weil es gehört halt dazu. Und im besten Fall passiert da halt ein Lernprozess, von dem alle langfristig profitieren. Das hat auch mal jemand, ich weiß leider nicht mehr wer, zu mir gesagt, ja, man darf da nicht von Kultur des Scheiterns sprechen, sondern einer Kultur des Lernens. Und das ist eigentlich auch wahr, ist halt einfach nur andersrum geframed. Ja, also mein Ansatz wäre, dass völlig entspannt mehr mitzuerzählen bei den tollen Erfolgsgeschichten. Und aber natürlich auch sich zu überlegen, welche Mechanismen wir aufbauen müssen, damit das positiv unterstützt wird. Also, dass man gut scheitert und nicht schlecht scheitert. Es gibt natürlich auch das Scheitern, was dann einfach echt alles kaputt haut. Und da müssen wir vielleicht, wenn wir die Scheu vor diesem Thema generell, vor dem Scheitern generell verlieren, können wir uns da vielleicht auch besser darauf einlassen, zu gucken, wie kann man denn gut scheitern, so dass das möglichst viel Mehrwert aus dem Scheitern gezogen wird. Ja, das, also ich glaube auch, dass wenn man einen Gründer vorne hinstellt oder eine Gründerin, die davon erzählt, warum sie gescheitert ist, dass man viel mehr Lerneffekt hat. Weil wenn alles gut läuft, denke ich nicht drüber nach, warum läuft es denn eigentlich gut? Es läuft ja gut. Ne? Wenn was nicht gut gelaufen ist, dann habe ich ganz viel drüber nachgedacht. Aber es ist tatsächlich schwer, diese Gründer zu finden, die auch bereit sind, das zu machen. Und da ist, sage ich mal, also wir stecken unglaublich viel in unserer Alumni-Arbeit. In den letzten Jahren holen wir die auch immer zurück, gerade weil die Erfahrungen so wertvoll sind und auch von unseren Gründerinnen und Gründern viel mehr angenommen wird als von den Beraterinnen tatsächlich. Da ist so ein Vertrauensverhältnis, dass wir das tatsächlich auch schaffen. Ich wollte aber noch mal was anderes sagen. Ich glaube, wenn wir das wirklich schaffen würden, dass alle Teams, die wir gefördert haben, nicht scheitern, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass, sage ich mal, 80% uns wirklich durch die Lappen gegangen sind. Es gibt ja das passive Scheitern, ne? Indem man was nicht tut. Ne? Also, das tut dann auch nicht so weh, ist auch nicht so plakativ und so. Man kennt ja jeder von sich. Ne? So, also, mir geht es häufig, was weiß ich, schon von einer Party so. Ne? Da habe ich einfach plötzlich keinen Bock mehr aufzustehen und dahin zu gehen. Ne? Und dann kann ich zu Hause sitzen und sagen, super, geht's dir auch morgen früh nicht so schlecht und so. Wenn ich mich dann aufraffe und dahin gehe, ne, habe ich den Spaß meines Lebens, alles super, 3 neue tolle Leute kennengelernt, komme nach Hause, judel die du
und eine Aspirin hilft bei dem Rest. Und dieses passive Scheitern muss man, glaube ich, auch mal plakativ darstellen. Also ich stimme all dem Vorgenannten hier zu. Ich habe immer nur was gelernt, wenn ich gescheitert bin. Weil dann geht man zurück und sagt, ui, was war das denn? Es muss auch ein bisschen wehtun. Aber ich glaube, das Narrativ muss ja eigentlich eher sein, wie toll das ist, wenn es dann irgendwann mal klappt. Und man auf Basis dieses ganzen Gelernten, ne, durch die vorherigen Fehler, die man gemacht hat, man plötzlich was auf die Reihe kriegt, was vorher nicht geklappt hat und was vielleicht auch andere nicht schaffen. Ne, dieses Gefühl und dieses Abenteuer, ne, das ist meines Erachtens unbezahlbar. Und ich meine, wir haben alle genau 1,0 Leben. Ne? Also wenn man die interessant gestalten will, ist es, sich dem Risiko des Scheiterns auszusetzen, eine gute Idee, weil man dann auch Abenteuer erlebt und danach vielleicht auch Dinge macht, die einen total befriedigen und einen total glücklich machen. Um mal eine gute Geschichte zu erzählen. Weil das hören immer alle gerne. Genau. Voll hingeflogen. Das Ingmar-Hörbuch übrigens, ne? Der CureVac-Ingmar-Hör. Das kann ich jedem empfehlen zu lesen. Mhm. Denn das ist, meine Herren, das ist schon manchmal painful, ne? Durch was die da durchgegangen sind. Und jetzt ist CureVac ja dann auch wieder ein bisschen gescheitert, ne? Mit dem Impfstoff. Ne? Also da kannst du mal sehen, das Leben ist auch nicht so gnädig. Aber wenn man mit dem Mann redet, ne? der ist mal happy, ne? Und der hat was zu erzählen. Das ist schon toll. Ne? Und hoffentlich kriegt er einen Nobelpreis. Schaffen wir das zu vermitteln, auch schon in der Schule im Grunde genommen, so eine Art von Umgang, wo wir doch eher ergebnisorientiert sind, dann wird verglichen und danach ist Schluss. Also allen Projekten fällt ja dann der Schritt zur Evaluation schwer, wo genau das stattfinden würde. Also ich habe hier im Haus den Spruch des Lernens aus Evaluation geprägt. Und oft ist es aber eher so eine Bilanzierung, die dann eher sagt, okay, Gewinner, Verlierer, aber nicht diese Erzählung. Eine gute Frage. Meine Kinder sind zu alt, als dass ich wüsste, was jetzt im Moment in der Schule los ist. Zu der Zeit, wo sie noch in der Schule waren, war das schon sehr auf gute Zensuren, alles richtig machen, ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob das schon in der Schule jetzt angekommen ist, dass da so diese Kultur des Scheiterns auch oder des Lernens durch Ziel nicht erreicht haben. Also ich frage das deshalb, weil Sie hatten so von prononciert auf so einen Typen. Auf so einen Typus abgehoben, die sie auch untereinander erkennen würden. Also von Leuten, die von nicht besessen, aber so fokussiert sind von der Idee und daran auch Emotionen, Engagement und alles reinstecken und sich die Frage stellt, also was bedarf es eigentlich, um so auch an eine Lebenssache heranzugehen? Also nicht nur überall die Dinge zu erfüllen, sondern dann auch so zu sein. Man hat natürlich das Bild auch von dem verschrobenen Erfinder, der dann aber unmöglich ist, die Dinge so umzusetzen, dass sie dann in eine Fördermaßnahme kommen könnten, weil sie vielleicht bei anderen Dingen scheitern. Aber da so dran zu bleiben und da so offen zu sein, merken Sie das? Also wie wichtig ist das? Ja, ich fange mal einen vorher an. Also was ich meinen Kindern, die jetzt auch viel zu alt sind für solche Fragen, versucht habe beizubringen und was ich auch immer sage, wenn ich irgendwelche Laudatios oder sowas halte auf irgendwelche Zeugnisvergaben oder whatever, dass die allerwichtigste Aufgabe im Leben es erstmal ist, das zu finden, für das man brennt überhaupt. Was interessiert einen überhaupt? Ne? Was zündet einen an? Und damit kann man auch beliebig viel Zeit zubringen, meines Erachtens. Da ist auch schon mal gleich unser ganzes System nicht drauf ausgelegt. Das ist ja alles getaktet, wie eine Uhr. Also man ist jetzt 18, wenn man Abi macht. Ich war 19, dann musste ich noch 2 Jahre Zivildienst machen. Und so, ich war überhaupt erst mal 22, bevor ich studieren konnte. Heute sind die mit 18 oder manchmal mit 17. Und die dürfen noch nicht mal selber ein Flugticket kaufen, um die Weltreise zu machen. Ich glaube schon, jeder ist gut beraten, sich die Zeit zu geben, Sachen auszuprobieren, weil dann lernt man auch das Scheitern. Dann merkt man auch, wo man nicht so gut drin ist, ne? Und lernt sich zu orientieren und so weiter. Und wenn dann der Groschen erst mit 50 fällt oder mit 92, wie das bei einem Erfinder bei der Sprint der Fall ist, so be it. Ne? Wenn es dann zündet, dann kann man auch noch ganz schön was reißen. Und damit würde man sich, glaube ich, selber auch die Kultur des Scheiterns beibringen. Weil man ist halt nicht so diesen geraden Lebensweg gegangen, sondern hat sich da irgendwie hingeeiert, bis man wusste, was für einen selber gebacken ist. Also ich glaube, vielleicht auch das Stichwort dranbleiben war jetzt ein gutes Wort dafür, weil so ein bisschen die Erwartungshaltung, ich mache was und es wird sofort erfolgreich, ist auch so ein bisschen das falsche Gedankenbild, weil vieles an Entwicklungen oder auch gerade so Startups, die sich aufbauen, die sind mal 8 oder 10 Jahre unterwegs, bis sie erfolgreich sind. Und da gibt es viele schlechte Phasen mit dabei, wo es überhaupt nicht erstmal so aussieht, als ob es überhaupt erfolgreich sein können und viele Hürden da drin. Und ich glaube,
glaube, so diese Erwartungen zu regen, ich mache was und das wird 1:1 sofort erfolgreich, das ist, glaube ich, nicht die Erwartungshaltung da dran, sondern man muss dranbleiben, man muss das Big Picture haben, man muss das Ziel haben und mitverstehen, dass halt da ganz viel auch Scheitern enthalten ist in so einem erfolgreichen Projekt. Mhm. Herr Berger fragt speziell Sie, Herr Laguna, welche Pendants sehen Sie im europäischen Raum zur Sprint? Alles am Entstehen. Also es gibt in England heißt das ARIA, die gibt es noch nicht, aber die befindet sich in Gründung. Es gibt zwar Innovationsagenturen, die Nova in Dänemark zum Beispiel, die aber breiter aufgestellt sind. Ich denke, ein Netzwerk von Sprunginnovationsagenturen entsteht gerade. Und wie gesagt, das EIC, European Innovation Council, ist noch am nächsten dran. Die geben auch 2,5 Millionen an Zuwendungen und bis zu 15 Millionen an Eigenkapital-ähnlichen Mitteln. Haben die, glaube ich, jetzt schon 160 Mal ausgegeben. Die haben eine Pipeline von 1.000 Projekten pro Monat. Da ist einiges am Entstehen. Aber ich glaube, in Deutschland waren wir in Europa mal die Ersten, die so eine Agentur gegründet haben. Mhm. Eine letzte Frage, dann ist im Grunde genommen die Zeit auch schon ran. Vorhin wird es angesprochen, dass wir noch zu wenig Geld ausgeben für Forschung, Entwicklung, Bildung in diesem Bereich. Wie glauben Sie, könnte man das steigern und sozusagen gesamtgesellschaftlich verankern, dass wir da zu einem mehr als 2%-Ziel kommen, um mal den Vergleich zu nehmen, als Investitionsgrundlage für die Zukunft? Darf ich mal was Queres sagen? Ich glaube gar nicht, das Problem ist mehr Geld. Das Problem ist doch eher, dass wir das Geld richtig zur Anwendung bringen und eine höhere Effektivität damit erzeugen. Denn im Grunde genommen ist ja alles Geld im Haushalt immer schon gleich verplant, bevor es überhaupt losgegangen ist. Also, man hat praktisch überhaupt gar keine Möglichkeiten zu adaptieren auf neue Erkenntnisse. Nicht zu wissen, wann man gescheitert ist. Ne? Weil jetzt ist plötzlich eine Innovation hier stattgefunden, meine alte These stimmt nicht mehr, und jetzt höre ich einfach auf. Ne? So Geschichten machen wir nicht. Also ich glaube, wir können unheimlich viel Effizienzen heben, wenn wir das Innovationssystem so umstellen, dass wir schneller sind, ne? Was ich gerade gesagt habe. Ne? Und auch immer monitoren, ob wir noch auf dem Pfad sind, ne? Das zu tun und dann auch abbrechen. Ne? Also nicht und wir machen es uns zu bequem. Systeme neigen natürlich dazu, sich das bequem zu machen. Es gibt ja einen Riesenapparat, der abhängig ist vom Fördersystem. Auch in den Unternehmen. Übrigens, große Unternehmen sind genauso abhängig von staatlicher Förderung, weil viel Research and Development mit staatlicher Finanzierung gemacht wird. Wieso eigentlich defaultmäßig? Ne? Dafür kommt das Geld in kleinen Unternehmen nicht an. Gott sei Dank haben wir HTGF, deswegen es ein Seed und Series A gibt. Ne? Aber danach wird es dann auch wieder ganz schnell dünn. Also ich glaube, wir sollten mal eine Nabelschau machen und uns ein bisschen umsortieren. Wenn man nämlich Geld erfolgreich dann rausgibt und was klappt, dann ist mehr Geld auch kein Problem mehr. Das können wir uns in den USA anschauen, die einen virtuosen Finanzierungskreislauf darum gelegt haben. Mit der staatlichen Einkaufspower, mit der Wissenschaftsförderung, die sich auch noch tarnt und versteckt und so tut, als würde sie gar nicht existieren. Und dann kommt der private Sektor rein, der in allen Stufen der Finanzierung bis hin zum Börsengang an der Nasdaq oder New York Stock Exchange, die Volumen haben, was größer ist als alle anderen Börsen zusammen. So, wenn man es richtig anschmeißt und die Maschine mal läuft und sich selber füttert, dann ist nicht das mehr Geld das Problem. Man muss die Maschine richtig anschmeißen. Da ist mehr Benzin tanken, wenn der Schraubenschlüssel im Getriebe hängt, bringt da nichts. Ja, vielleicht noch mal zu der speziellen Situation an den Universitäten. Gerade was diesen Transferbereich betrifft, man muss auch nicht immer nur Geld reingeben, für irgendwas Neues zu entwickeln, weil wir sind auch, also ich nehme die TU mal hier aus, meine Universität hat wirklich sehr viel Ressourcen nachhaltig in diesem Bereich gesteckt, aber ich kenne mich in Deutschland sehr gut aus an den Universitäten und die Kollegen sind ständig, sage ich mal, unterwegs, Gelder zu finden, um nachhaltig die Personen, die erfahren, sind an den Universitäten im Transferbereich auch zu halten. Und man will eigentlich nicht ständig was Neues entwickeln, weil wir haben gute Sachen, die wir etabliert haben und die wollen wir eigentlich nur nachhaltig finanziert werden. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem in Deutschland an den Universitäten. Kurz noch dran anschließen. Also beim Prototype Fund ist auch nicht das Problem, dass jetzt 50.000 Euro für ein halbes Jahr irgendwie viel zu wenig Geld sind. Wir bräuchten auf jeden Fall 150.000. Sondern das Problem ist, dass wir keine Förderkette haben, die sich immer wieder aufdifferenziert und wo dann gute Ideen so einmal durchrollen können, bis sie halt
wirklich fliegen. Da gibt es, glaube ich, so eine Angst von Förderleichen, die da produziert werden. Es reicht halt nicht einmal eine Idee so ganz kurz mal so anzupusten und dann fliegt das, sondern dann ist dann eine coole Sache daraus entstanden und dann braucht die aber noch mal einen Schritt danach, wo sie ein ganz anderes Bedürfnis auch hat als in der ersten Förderung. Sondern man muss, und da mal zu sagen, okay, wir machen das mal 2, 3, 4 Schritte, das könnte, glaube ich, viel bewirken, ohne dass man jetzt wahnsinnig viel mehr Geld ist. Einfach nur die Verkettung von den Schritten ist viel besser. Also eher ein Business Angel als noch mehr Geld. Ein sinnvolleres Abstimmen zwischen den verschiedenen Instrumenten, die es schon gibt, sodass man da sagt, okay, da läuft dann was durch. Also beim Prototype Fund sehen wir das ganz oft, das hat total gut funktioniert, dann ein halbes Jahr, nachdem die Förderung zu Ende ist, nichts davon gesehen und gehört, weil das erstmal so... Und dann rappeln man sich irgendwie wieder und dann manche schaffen es dann, die nächste Stufe zu nehmen und danach gibt es aber wieder so ein Tal des Todes. Und man kann noch so oft sagen, ja, denkt dran, ihr habt nur 6 Monate, die Leute sind fokussiert auf ihre Arbeit, die denken nicht, nachdem sie die eine Förderung bekommen haben, dann direkt an die nächste. Sollen sie ja auch nicht, die sollen ja ihre Arbeit machen. Und das ist so ein bisschen, das ist einfach keine, das ist zu, da gibt es zu viele Stopper im Weg. Meine Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Die 1,5 Stunden sind so schnell weggeflutscht, wie ich es lange nicht hatte, für das interessante Gespräch. Wir sind kaum zu strukturellen Fragen gekommen und tiefer gegangen. Vielen Dank auch an Sie für Ihre Fragen aus dem Publikum, die ich so versucht habe, hier mit auf das Podium zu nehmen. Ein Blitzlicht zum Schluss. Das Letzte, was Sie sich wünschen für das Next Big Thing wäre... Nachhaltige Finanzierung der Gründungsservice an den Universitäten. Also wenn ich mir eine Sprunginnovation wünschen darf, dann wäre es saubere Energie im Überfluss, dass sich das Abrechnen nicht mehr lohnt, weil damit würden wir viele Probleme lösen. Noch mehr Anschlussfinanzierung in den großen Finanzierungsrunden und auch im Exit-Bereich. Von Deutschen? Von Deutschen, ja. Und vielleicht auch der Schritt in die IPOs stärker geht. Noch mehr Innovationspotenzial aus der Zivilgesellschaft heben, weil da gibt es so viele gute Ideen, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Vielen Dank an Sie vier. Vielen Dank Ihnen für die Teilnahme an unserer Veranstaltung. Schauen Sie auf die Webseiten der Einrichtung. Sie finden tolle Ideen im Ansatz, sympathische Menschen, die dort ihre Projekte vorstellen und ihre Passion für diese Dinge und den Weg dorthin, dass sie als Innovation in der Gesellschaft wirksam werden. Vielen Dank für Ihr Zuschauen und Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiederschauen. Ein Angebot der Konrad-Adenauer-Stiftung.